Bevor ich jetzt die erste Hochschule auf die Bühne bitte, würde ich gerne Herrn Meyer-Guckel noch ganz kurz ein, zwei Fragen stellen. Herr Meyer-Guckel, wenn Sie so freundlich wären, kurz auf die Bühne zu kommen, dann ist ja die Frage, warum macht der Stifterverband überhaupt dieses Future Skills Programm? Und vielleicht können Sie mir ein bisschen was erzählen. Was ist der Hintergrund? Herr Nasko hat es ja erwähnt, wir haben gemeinsam mit McKinsey mal bei den Unternehmen nachgefragt, welche Qualifikationen jetzt eigentlich so in der nächsten Dekade gebraucht werden. Und im Prinzip gibt es zwei Skill-Cluster, um die es geht. Das eine sind die wirklichen Fachkenntnisse im IT-Bereich, wo wir viel zu wenig Menschen haben, viel zu wenig Menschen an den Hochschulen ausbilden. Das liegt nicht nur an den Hochschulen, sondern natürlich auch an der Nachfrage zu diesen Studiengängen. Also das muss gesteigert werden. Und deshalb werden wir auch schon innerhalb der Future Skill Initiative auch versuchen, in den Schulen das Thema IT-Bildung, digitale Umgang mit digitalen Medien zu verankern, in dem Rahmen, wie es dem Stifter möglich ist. Und dann gibt es dieses Querschnittsthema, was wir hier heute adressieren, nämlich dass der Umgang mit Daten in Zukunft für alle Branchen, für alle Disziplinen irgendwie relevant sein muss. Ich habe gestern einen interessanten Vortrag gehört von einem Vertreter der Hochschule Kaiserslautern, Technische Hochschule, wo der Vizepräsident gesagt hat, wir bieten nicht mehr den Studiengang Informatik an, sondern Informatik ist Bestandteil jeder Studiengänge, die wir anbieten. Das finde ich sehr interessant, dass sie also da auch offenbar was ändern, und das folgt diesem Bedarf der Wirtschaft eigentlich auch. Ja, das machen wir. Es wird nicht die einzige Initiative sein, die wir heute haben. Ich kann vielleicht schon ankündigen, heute Abend werden wir eine neue Initiative starten, lernen in regionalen Netzwerken, wo es auch um diese Digital Skills geht. Und in der nächsten Woche werden wir noch eine Ausschreibung machen zum Thema Innovation Hubs an Hochschulen. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag. Stay tuned, würde ich nur sagen. Gehen Sie auf unsere Webpage, und wenn Sie heute keine Preisgeiger mitnehmen, dann vielleicht für die nächsten Ausschreibungen. Vielleicht dafür, ja, in der Tat. Und ich kenne ja auch die Programme, das werden echt spannende Ankündigungen, die wir machen können, das kann ich auch sagen. Herr Meyer-Guckel, wir haben uns ja was Besonderes ausgedacht für diese Veranstaltung. Das Publikum soll auch ein Wort in der ganzen Sache haben. Können Sie mir dazu ein bisschen was sagen? Ja, nicht nur ein Wort, sondern auch ein Votum. Also, der Stifterverband nimmt das Wort Transparenz sehr ernst und das Thema Partizipation auch sehr ernst. Wir haben ja hier kein gewöhnliches Publikum, sondern es sind ja alles Peers. Also alle Menschen, die hier sitzen, beschäftigen sich justamente mit diesem Thema und kennen sich aus. Und deshalb werden wir nicht nur die Fragen der Jury jeweils an einer Präsentation bieten, sondern eine Publikumsfrage zulassen, wie das technisch abgeht, ja. Da wird Ihnen Herr Hordasch noch sagen. Und jetzt kommt's. Am Ende gibt es ein Publikumsvoting, und dieses Publikumsvoting wird in die Juryentscheidung mit einfließen als eine Stimme. Keine Angst, Sie, aber nicht mit Bots arbeiten, ne? Das werden wir alles verhindern. Also Sie haben Gelegenheit, Ihr eigenes Urteil zu fällen und dann auch das Urteil in die Juryberatung mit einfließen zu lassen. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, und in der Regel unterscheiden sich die beiden Urteile zwischen Jury und Publikum auch nicht so dramatisch. Wunderbar. Besten Dank, Herr Meyer-Guckel. Wobei in meinem Fall kann ich sagen, ich habe auch schon beim Eurovision Song Contest für den Song gestimmt, der auf dem letzten Platz gelandet war. Also mitunter, aber was das über meinen Musikgeschmack sagt, überlasse ich Ihrem Urteil. So, ich habe jetzt im Folgenden vor allem eine Aufgabe, Ihnen ins Wort zu fallen. Ich werde Ihnen mal ganz kurz konkret machen, wie das jetzt abläuft, wie das jetzt funktioniert. Jede Hochschule hat 25 Minuten Zeit. 7 Minuten davon sind Vortrag. Ich werde mich bemerkbar machen, wenn diese Zeit zu Ende geht, und zwar durch ein Räuspern. Wir haben dann 14 Minuten für Juryfragen, 14 Minuten, und die Zahlen sind noch nicht zu Ende. Sie haben für jede Antwort, haben Sie 60 Sekunden Zeit, und auch dort werde ich mich bemerkbar machen, nicht unbedingt mit einem Räuspern, sondern hier, mein Telefon wird rot leuchten. Ich will es nicht überstrapazieren, Ihre Ohren. Und am Ende kommt dann eine Frage aus dem Publikum.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das hin, dass das auch fair läuft, dass nicht der Erste, der aufspringt, immer die Frage stellen kann. Und natürlich auch, dass die Leute an ihren internetfähigen Empfangsgeräten zu Hause mit Fragen stellen können. Das machen wir, indem wir die Fragen online sammeln. Und zwar über eine Seite, die sollte jetzt angezeigt werden, mit Fragen auf Pigeonhole. Da sehen Sie den Link, dort können Sie Ihre Fragen stellen, dort können Sie auch die Fragen anderer Leute hochvoten, sodass dann unsere Publikumsanwältin, Frau Dittmann, im Blick hat, welche Fragen denn Sie besonders interessieren und welche vielleicht eher am Rande interessant sind. Und noch zuletzt, wenn mir Ihre Antworten, also jetzt an die Vortragenden gerichtet, wenn mir Ihre Antworten nicht spezifisch genug sind, nehme ich mir auch ein Stück weit das Recht raus, nochmal nachzuhaken. Das nehme ich mir raus. Ich stelle Ihnen kurz noch die Jury vor und dann geht's los. So, wir haben hier Herrn Professor Dr. Peter Baumgartner von der Donau-Universität in Krems, Österreich. Wir haben hier Frau Imke Buß von der Hochschule Ludwigshafen am Rhein. Wir haben Frau Professor Dr. Catherine Carson, University of California, Berkeley, USA, hatte die längste Anreise. Wir haben Karlin Geerkerken, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von der Geronimus Academy of Data Science in Den Bosch in den Niederlanden. Wir haben hier Daniel Krupka von der Gesellschaft für Informatik in Berlin. Wir haben Sebastian Litter von Quantco, ansässig in Cambridge und Berlin, also ist wirklich international. Wir haben hier Professor Mannheim, Professor Dr. Karl Mannheim von der Universität Würzburg und wir haben Frau Professor Dr. Antje Michel von der FH Potsdam und ich freue mich über jeden Einzelnen, dass Sie dabei sind. Die Reihenfolge im ersten Durchgang, wir machen zwischendurch eine Pause, wir müssen uns auch alle mal ein bisschen dann mit Kaffee stärken. Die Reihenfolge jetzt ist erstmal die HTW Berlin, dann folgt die Universität Regensburg, dann die Universität Hildesheim und dann direkt vor der Kaffeepause die Leuphana Universität Lüneburg und ich bitte jetzt die HTW Berlin auf die Bühne. Und vielleicht noch eine Sache, wenn Sie mich auf meinem Handy rumspielen sehen, dann ist es nicht, dass ich irgendwie auf Twitter unterwegs bin, sondern ich habe hier eine Timekeeping-App. Ne? Wir sind ja alle Datenliteraten. Entsprechend werde ich die Zeit stoppen. So, the floor is yours, the stage is yours. Sollte jetzt ein Video kommen. So, da stoppen wir doch mal die Zeit. Das soll nicht Ihr Schaden sein. Ja. Naja, ich meine, Daten sind überall. Daten sind der Kern meines zukünftigen Wirkens. Heutzutage muss man lernen, jede Statistik auch kritisch zu betrachten. Ich würde gerne mal maschinelles Lernen ausprobieren oder mit neuronalen Netzen arbeiten. Ich fahre sehr gerne Fahrrad und würde gerne meine Trainingsdaten auswerten. Ich liebe Fußball. Ich würde gerne Klimadaten auswerten. Ich würde gerne die Daten meines gegnerischen Mannschafts als Bilderkennung vor mir haben, um dann zu sehen, wo seine Schwächen und seine Stärken liegen. Den Umgang mit Daten lernt man, indem man mit ihnen umgeht. Ich würde gerne in einem Projekt arbeiten, wo wir wie ein Startup denken und agieren. Ich würde gerne an einem Projekt teilnehmen, wo es um Datenanalyse geht. Ich würde gerne mal an einem Wettbewerb teilnehmen, bei dem es um die Verbesserung von Empfehlungssystemen geht. Was cool ist an so einem Projekt, ist, dass viele teilnehmen können, auch ohne Vorkenntnisse. Das wäre echt cool, wenn es das hier gäbe. Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. An der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin kann man Wirtschaftswissenschaften studieren, Ingenieurswissenschaften, Informatik, Modedesign oder Museumskunde. Und all diesen Studiengängen ist gemeinsam, dass sich die damit verbundenen Berufsbilder immer stärker digitalisieren und Datenkompetenzen an Bedeutung gewinnen. Das ist den Studierenden klar, wie wir gerade in dem Video gesehen haben. Wie aber kann man solche Kompetenzen vermitteln? Wir denken, datenkompetent wird man selbst motiviert, kollaborativ und indem man an praktischen Beispielen arbeitet. Die intrinsische Motivation unserer Studierenden wollen wir erreichen, indem wir es ihnen ermöglichen, selbstgestellte Fragen mit Hilfe von Daten zu beantworten. Wir denken, dass man in der Gruppe am meisten Spaß hat bei der Beantwortung solcher Fragen
und dass man natürlich in Gruppenarbeiten höhere Kompetenzniveaus erreichen kann. Die Arbeit an praktischen Beispielen ermöglicht es, schnell Erfolgserlebnisse zu erzielen und außerdem anwendungsnahes Wissen direkt zu erwerben. Die Frage ist jetzt natürlich, wie können wir unsere Studierenden für solche zusätzlichen Aktivitäten motivieren? Wie kriegen wir die Studierenden dazu, jetzt noch zusätzlich zum normalen Curriculum etwas zu tun? Und das wollen wir erreichen, indem wir Data Literacy zum Event machen. Wir wollen einen Wettbewerb ins Leben rufen. An der HTW Berlin soll es ab sofort jedes Semester den HTW Berlin Dataton geben. Ein Dataton ist ein Wettbewerb in der Datenauswertung, so ähnlich wie ein Hackathon. Und stellen Sie sich das einfach so vor, 80 Studierende in einem Raum, 2 Tage und jede Menge Pizza und Cola. Die Studierenden wählen sich selber eine Fragestellung und beantworten diese mit Hilfe von Daten. Natürlich wird so ein Format unterstützt durch Vorbereitungsworkshops, durch E-Learning-Material und während der Veranstaltung auch durch kompetente Coaches, um eben auch den entsprechenden Lerneffekt sicherzustellen. Wie können wir es jetzt erreichen, dass sich alle Studierenden durch so einen Wettbewerb motiviert fühlen und nicht nur unsere Informatiker, die das vielleicht eh schon ganz gut können? Wir haben uns überlegt, dass es gut wäre, die Wettbewerbskategorien so zu gestalten, dass sich alle unsere Fachbereiche und Fakultäten angesprochen fühlen. In der Wettbewerbskategorie Fairy Tale Fair Data wollen wir die Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen in der Datenauswertung prämieren. Also entweder, wie kann ich durch Daten die Welt verbessern oder wie kann ich Daten vorurteilsfrei, diskriminierungsfrei und fair auswerten. Die Kategorie Datenkunst Daten richtet sich an unsere Kommunikations- und Gestaltungswissenschaftler. Hier geht es darum, sich auf künstlerische Art und Weise mit Daten auseinanderzusetzen, aber auch mit Visualisierungen oder mit Daten aus dem Kunst- und Kulturbereich. Die Kategorie nicht trivial, banal, die spricht jetzt diejenigen an, die schon immer mal selber ein neuronales Netz trainieren wollten, die mehr über Machine Learning für sich selbst ausprobieren wollten. Die Kategorie unfassbar richtet sich an unsere Ingenieurinnen und Ingenieure. Hier geht es darum, Sensorendaten, also Zeitreihendaten, zu erfassen und auszuwerten. Und darüber hinaus haben wir als Hochschule natürlich sehr viele Praxispartner, sowohl mittelständische Unternehmen als auch DAX 30 Konzerne. Und mit denen arbeiten wir auch bei solchen Veranstaltungen natürlich zusammen. Das heißt, in der Kategorie Sponsored soll es darum gehen, eine echte Fragestellung mit echten Daten einer Partnerorganisation zu bearbeiten. Ja. Wir wissen, dass dieses Format funktioniert. Professor Würsam und ich, wir haben an der HTW bereits 5 Hackathons durchgeführt, bisher nur in den Lehrveranstaltungen der BWL und in der Wirtschaftsinformatik. Aber hier mit diesem Konzept würden wir ein ähnliches Format auf die ganze Hochschule ausrollen. Und die Erfahrung bisher ist, dass die Studierenden sehr viel Spaß hatten bei dieser Veranstaltung und dass sie selber ganz überrascht waren, was für tolle Ergebnisse sie innerhalb von 2 Tagen erzielen konnten. Ja, ich habe die Ehre, Ihnen zu sagen, dass die Hochschulleitung voll hinter diesem Projekt steht. Wir haben bereits in unseren Curricularen, wenn wir sie anfassen, Möglichkeiten geschaffen, diese Formate einzubinden. Wir sind stolz darauf, dass so ein Impuls durch Ihre Ausschreibung geschaffen wurde und wir hoffen, dass zahlreiche weitere Kollegen und Kolleginnen da aufspringen. Wir werden das unterstützen durch unser E-Learning- und Didaktik-Team und wir werden natürlich auch helfen, weitere Partner dazu zu finden, um das Ganze durchzuführen. Fantastisch in der Zeit geblieben, großartig. Sogar 44 Sekunden weniger. So, ich muss ja zugeben, Sie hatten mich bei Pizza und Cola. Sehr schön. Jetzt ist die Jury dran. Herr Baumgartner, ich würde Ihnen gerne das erste Wort erteilen. Welche Frage haben Sie? Ja, also ich bin ganz begeistert, weil Sie so eine gute Idee haben, eine neue Veranstaltungsform zu wählen. Und Sie setzen sehr stark auf intrinsische Motivation, die wissen auch sehr gut. Aber wir müssen doch auch zugeben, dass unsere Studierenden sehr genau kalkulieren mit ihrer Zeit im Studienplan
zumindest in Österreich ist das so, vermutlich auch bei Ihnen. Meine Frage ist daher, warum glauben Sie, werden Sie sich beteiligen, wenn Sie für den Studium selbst hier keine Credit Points bekommen? Und denken Sie nicht daran, das auch stärker in das Studium einzubauen, weil der Beispiel mit BWL.com und den anderen, also der Hackathon, das ist offensichtlich mit Lehrveranstaltungen. Genau, da antworte ich einfach mal. Und zwar geht es darum, dass wir in den Curricularen bereits interdisziplinäre Projektwahlpflichtfächer integriert haben. Also es ist nicht so, dass Sie das Add-on machen, sondern Sie können bis zu 5 Leistungspunkte abgreifen, also ein ganz normales Modul belegen und das dann auch entsprechend integrieren. Und wir werden die Wege dazu ebnen, was jetzt Stundenplanung und so weiter angeht, dass genau das passieren kann. Ich werde gerne noch kurz ergänzen. Also in meinem Fall Innovationsmanagement ist es sogar Teil der Lehrveranstaltung und auch mit 5 Credit Points versehen. Also das ist eingebunden. Für die Studenten ist es hochmotivierend teilzunehmen, weil wir das auch an einem Freitag-Samstag durchziehen. Also auch aus studentischen Gesichtspunkten zeitoptimiert. Herr Krupka, gerne. Sie haben gerade gesagt, und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, so eine Veranstaltung kann man eigentlich maximal mit 80 bis 100 Personen machen. An der HTW studieren 15.000 Studierende. Also wie wollen Sie das Ganze in die Breite bringen? Unser Plan ist natürlich, das haben wir auch schon angedeutet, die verschiedenen Lehrveranstaltungen, die wir bereits haben, hier anzudocken. Es geht ja gar nicht darum, dass jeder Student jedes Semester an dem Dataton teilnimmt, sondern wir wollen mit dem Format demonstrieren, dass es cool ist, sich mit Daten auseinanderzusetzen. Aber wir haben natürlich auch ganz viele reguläre Lehrveranstaltungen, Datenbanken, Statistik, Auseinandersetzung auch mit audiovisuellen Daten im Studiengang Game Design beispielsweise. Also wir haben diese Lehrveranstaltung und der Dataton ist sozusagen das Leuchtturmprojekt, was auch den Lehrenden als Inspiration dienen soll, um wieder vielleicht kleine Mini-Datatons in ihren Lehrveranstaltungen zu integrieren. Ja, also ich habe beispielsweise auch gerade gestern mit BASF telefoniert, da habe ich sowieso einen Ansprechpartner, wir machen da jedes Semester was und der fand es auch eine ganz tolle Idee und hat auch gleich gemeint, Mensch, sowas könnten wir doch auch während unserer BASF-Exkursion regelmäßig machen. Also es geht auch darum, so ein Leuchtturmprojekt zu setzen. Herr Mayer-Guckel, Herr Mannern danach. Ich würde trotzdem noch mal fragen, ist nicht so ein Dataton eigentlich preaching to the converted? Also kommen da nicht die Leute, die ohnehin eine gewisse nerdige Neigung haben, sich in sowas einzulassen? Und wie ist es eigentlich mit denen, die Studiengänge studieren, die eben nicht so datengetrieben im Augenblick sind? Wie qualifizieren sie überhaupt, also nicht nur motivieren, sondern qualifizieren sie überhaupt daran teilzunehmen? Also ich würde jetzt mal kurz noch dazu sagen, dass wir das wirklich flächendeckend integrieren wollen. Wir machen sowas Ähnliches gerade mit dem Entrepreneurship Education. Es braucht einfach immer, so wie Sie es auch vorhin gesagt haben, so einen ersten Anstoß, der mitreißend wirkt, die anderen mitnimmt. Wir haben, wie gesagt, auch in den Ingenieuren entsprechende Vorlesungen, aber wir wollen ja gerade die Designer beispielsweise mitnehmen, aber auch andere Fachbereiche, die vielleicht damit nicht so viel zu tun haben. Wir sind dabei, im Entrepreneur Education genau das zu tun. Wir schulen unsere Lehrenden. Wir integrieren das sozusagen in verschiedene Formen. Frau Simbeck hatte auch angeführt, dass sie ja nicht nur diesen Dataton macht, sondern auch zuvor eine integrative Veranstaltungen, auch E-Learning, also wir versuchen das tatsächlich breit aufzustellen. Es ist eben ein Leuchtturm, der wirklich, glaube ich, mitreißt, so wie Sie es gesagt haben, aber auch unsere Lehrenden mitreißt. Ja, gerne auch nochmal eine Ergänzung. Wir hatten ja bereits 5 Hackathons und das war einmal mit Wirtschaftsinformatikern, die vielleicht ein bisschen nerdiger auch sind. Oh, Zeit ist rum. Und auch Betriebswirtschaftlern. Und die sind leider also überhaupt nicht nerdig und es hat sehr gut funktioniert, wollte ich mal sagen. So, Herr Mannheim, Sie hatten sich gemeldet. Ja,
Wie können Sie die Qualität des Coachings sichern? Denn die Coaches müssen ja zwischen den jeweiligen Fächern und den IT-Kenntnissen irgendwie vermitteln. Und das kann nicht jeder leisten. Ja, das Ziel ist ja, den Dataton an die Lehrveranstaltungen, die es auch schon gibt, mit anzudocken. Und da haben wir natürlich ganz viele kompetente Kolleginnen und Kollegen für die Bereiche Statistik, Mathematik, Datenbanken, die das leisten können. Und darüber hinaus haben wir auch jetzt, also beim Drehen der Videos, der eine Protagonist beispielsweise, der fängt jetzt demnächst auch an in einem großen DAX-Unternehmen und der hat gesagt, er will auf jeden Fall was mit Tableau machen bei dem Hackathon, er will da Tableau-Coach sein. Also wir sind da ganz zuversichtlich, dass wir da ganz viele qualifizierte Coaches auch haben. Gut, wer möchte als nächstes dran? Vielleicht mal eine Frau. Wir haben vier Frauen auf dem Podium. Frau Carson. Forgive me when I ask the question in English, though I've Please followed the presentation in German. I'd love to hear more about your plans for sustaining this past the end of the project time. So how do you intend to anchor it in the regular operations and budget? Ja, die Frage ist ja, wie wir diese Aktivität nachhaltig etablieren wollen, nicht nur für die 3 Jahre der Förderdauer, sondern auch darüber hinaus. Und wir haben eine ganze Reihe von sehr nachhaltigen Initiativen bei uns an der Hochschule. Also wir haben die Lange Nacht der Wissenschaften, wir haben das Team Motorsport, wir haben seit vielen Jahren den Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation, den wir vergeben. Und wir sind der Meinung, dass wir nach so einer Anlaufphase, die eben durch diese Finanzierung unterstützt wird, auch diesen Dataton dann weiterführen können, gerade weil wir ihn ja mit den vorhandenen Projektlehrveranstaltungen bzw. curricularen Veranstaltungen zur Datenauswertung verknüpfen wollen. Genau. Und die Hochschulleitung unterstützt auch die anderen Projekte entsprechend weiter, wobei wir dann immer so eine Mischform wie Sponsoring und Finanzierung aus der Hochschulleitung tätigen, weil die Hochschule, eine Fachhochschule ja anders gefördert wird wie Universitäten. Wir haben nicht WIMIs, die wir jetzt einfach in diese Veranstaltung schicken könnten als Unterstützung. Besten Dank. Herr Krupka, Sie hatten sich gemeldet. Ja, meine Frage geht eigentlich in die gleiche Richtung. Was so das Thema Nachhaltigkeit angeht, es ist ja kein triviales Geschäft, diese Kompetenzen zu vermitteln. Also die Frage wäre, eines Lehr-Lern-Konzeptes, also das praktisch auch weiterzuentwickeln. Also ist da irgendwie eine Form der Didaktik mit dabei, um praktisch die Learnings aus diesen Datatons dann auch weiterzuentwickeln? In unserem Konzept sehen wir ja vor, dass wir solche Lernkarten entwickeln. Das heißt, wir wollen also zusätzlich zu den normalen Lehrveranstaltungen, die wir anbieten, wir haben auch so ein Studium Generale, das heißt bei uns allgemeinwissenschaftliches Ergänzungsfach, ja, und diese normalen curricularen Angebote wollen wir eben ergänzen durch normale E-Learning-Angebote in den Formaten, die wir kennen, aber auch durch sogenannte Lernkarten, die sozusagen auf einer DIN A4-Seite, Vorder-Rückseite, einzelne Kompetenzen oder Fähigkeiten erläutern. Also wie importiere ich CSV-Daten in R im ersten Schritt? Wie erstelle ich ein Diagramm im nächsten Schritt? Und so weiter, dass man sich wirklich Schritt für Schritt vom eigenen Kompetenzniveau hocharbeiten kann. Genau, und die Didaktik hatte ich erwähnt. Wir haben entsprechende Fachexperten, die das mit unterstützen, auch die E-Learning-Ausarbeitung. Super. Sie hatten sich gemeldet. Nur eine Sache vorweg. Wenn Sie jetzt im Publikum sitzen und Ihnen andere Fragen unter den Fingernägeln brennen, dort sehen Sie den Link. Dort können Sie Ihre Fragen stellen und die Anwältin des Publikums wird Sie dann, so auch andere Interesse an Ihrer Frage haben, Sie stellen. Frau Michel. Und verarbeiten, schaffen können.
Ja, ein Beispielprojekt könnte beispielsweise sein, wir arbeiten sehr viel auch mit Berliner Kultureinrichtungen zusammen, zum Beispiel mit dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt, da laufen auch Drittmittelprojekte im Bereich Augmented Reality beispielsweise. Und man könnte sich jetzt vorstellen, dass man dass ein studentisches Team auch zum Beispiel mit unseren Museumskundlern vielleicht oder Modedesignern, die vielleicht auch gerne so einen Kulturbezug haben, dass da Daten über Besucherströme erfasst werden und dann ausgewertet werden. Also im ersten Schritt überlegt man sich, wie kann man jetzt die Daten über die Besucherinnen und Besucher erfassen, welche Fragestellung möchte man damit beantworten, vielleicht wie kann man die zufriedener machen, was muss man beachten, dass man auch Randgruppen mit erfasst, ne? Also auch vielleicht behinderte Besucherinnen und Besucher und dann erst sozusagen die Auswertung. Punktlandung. Herr Baumgartner, Sie hatten sich gemeldet und dann kommt noch Frau Geelkerken und ich glaube, dann sind wir auch schon rum mit der Zeit. Herr Baumgartner. Ich würde gerne wissen, wie Sie daran denken, was für eine Erfahrung, was für ein Projekt auch Ergebnisse für andere Hochschulen zu entwickeln. Was passiert mit den Ergebnissen in diesen Datenfonds und wie wollen Sie Ihre Erfahrungen sozusagen der deutschen oder überhaupt internationalen Hochschullandschaft bekommen lassen. Soll ich antworten? Ja, also die Erfahrung, das, was wir aus den Veranstaltungen, aus den Wettbewerben mitnehmen, werden wir entsprechend dokumentieren, die Learnings daraus dann auch publizieren, also Veröffentlichungen didaktischer Natur dann auch anfertigen, auf geeigneten Konferenzen vortragen, sodass dieses Lehrkonzept Dataton dann auch multipliziert werden kann. Und das ist auch der Wunsch, dass das dann auch weiter an andere Hochschulen diffundiert, dass wir da einfach auch einen Multiplikationseffekt hinbekommen, dass man durchaus dann von der HTW lernen darf. Also das ist Sinn und Zweck auch der Kampagne dann auch. Und vielleicht ganz kurz ergänzend dazu, für uns ist es auch wichtig, dass wir das Format nutzen können, um die Hochschule sozusagen in die Stadt weiter zu tragen. Also es ist natürlich super, wenn dann die Gewinnerpräsentation vom Dataton vielleicht auch bei der Langen Nacht der Wissenschaften wieder präsentieren, sodass man eben oder bei unseren Schülerinformationstagen, sodass eben auch andere Bürgergruppen wieder dieses interessante Thema mitbekommen. Wunderbar. Frau Geelkerken, Ihnen gebührt die Ehre der letzten Frage. Das ist ja schön. Herr Wehrsam, das sind Sie. Ja, klar, sind Sie das. Sie haben gesagt, in meine Lehrveranstaltung ist das Ganze mit eingebunden und das bringt mir zu der Frage, die nicht so nerdige Studierende, die vielleicht nicht in ihrer Veranstaltung sind, wie werden Sie diese Studierende so, wird das ein Pflichtfach sein für alle Studierenden oder können die nicht so nerdige Studierende sich an die Datenton entziehen? Ja, vielleicht können wir den PowerPoint-Präsentator nochmal auf das Foto bringen, wo ich drauf bin. Da sehen wir das ein bisschen besser. Also ich rede mal zwischen einfach, bis das Foto da ist. Kommt der da nicht zurück? Also das ist jetzt erstmal ein Prototyp. Wir haben aber schon Erfahrung, weil wir auch das lange Nacht des Schreibens zum Beispiel schon mal ausgeführt haben, um so eine Aktivität den Studierenden auch klar zu machen. Jetzt darf er das Foto. So, also da sehen wir jetzt meine nicht nerdigen Studenten auf dieser Seite. Tatsächlich sind das alles BWL-Studenten und mein Kurs ist dadurch geprägt, dass ich tatsächlich sehr viele weibliche Studierende habe, also tatsächlich 70-80%. Am Anfang war das für mich immer eine große Überzeugungsarbeit, dass wir jetzt so einen App-Hackathon machen, zumal es auch freiwillig war, also die Studenten hatten die Wahl, mache ich jetzt beim App-Hackathon mit oder nehme ich ein theoretisches Thema. Mittlerweile machen alle beim App-Hackathon freiwillig auch mit, haben sich dafür motiviert und es spricht sich auch rum, dass das halt Spaß macht, dass wir da zwei Tage haben, wo wir dann einfach eine App in dem Fall entwickeln und es ist Überzeugungsarbeit am Anfang, aber was ich mit den Studierenden mache, ist, dass ich dann halt in den ersten Veranstaltungen auch zeige, was ungefähr passiert. Also ich als Professor, als BWL-Professor, entwickle dann live eine App mit den Studierenden und die Studenten denken, okay, wenn er das kann, dann können wir das auch. Ja? Also von daher
ja, das funktioniert sehr gut mittlerweile. Wunderbar. Damit sind die Fragen der Jury erschöpft. Ich danke Ihnen für Ihre Antworten und auch, ich musste gar nicht so stark einschreiten. Sie haben sich immer sehr gut an die Minute gehalten. Das ist sehr, sehr schön. Frau Dittmann, so, was sagt das Publikum? Was sind da die großen Fragen, die sich stellen? Oh, das müsste jetzt jemand ein Mikrofon rüberreichen. Ich habe hier eine Frage, die wurde jetzt zum Teil schon angerissen, aber da sie immer weiter hochgevotet wird, stelle ich sie nochmal. Vielleicht können Sie da auch noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und zwar die Frage, wie Studierende ohne Vorkenntnisse in diesen 2 Tagen abgeholt werden können und wie man in diesen 2 Tagen Grundlagen legen kann. Und damit verbunden auch die Frage, ob dabei auch der kritische Umgang mit Daten gefördert wird. Genau, die natürlich wird der Lernen, der Kompetenzerwerb in unterschiedlichen Gruppen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen unterschiedlich stark sein oder das Endergebnis wird unterschiedlich stark sein, das ist klar. Wir wollen, dass, also prinzipiell kann man Daten ja auch ganz einfach auswerten, man kann ja auch mit einfachen Auswertungen anfangen. Und gerade diese kritische Auseinandersetzung mit Daten, auch das kann man sehr schön schon an einfachen Beispielen sehen, indem man eben verschiedene Verfahren anwendet, indem man sich überlegt, was bedeutet jetzt signifikant überhaupt, messe ich hier eigentlich das Richtige, sind meine Daten eigentlich biased? Also das ist auch schon, mit diesen Fragen kann man sich auch schon mit geringen statistischen Vorkenntnissen beschäftigen. Und ich halte zum Beispiel öfter Vorträge darüber, wie man Daten im Personalbereich richtig auswertet, ja, Diskriminierung durch Daten im Personalbereich. Und da verwende ich immer gar keine Zahlen und spreche über ganz viel Statistik. Und das kommt auch immer sehr gut an, weil die Beispiele einfach lebensnah sind. Ganz herzlichen Dank. Einen großen Applaus bitte fürs Team der HTW Berlin. So, ja, schönen Dank und viel Erfolg. So, wir machen direkt weiter. Es kommt auf die Bühne die Universität Regensburg mit dem Projekt Data schafft Wissen. So, Sie haben es mir gesagt, Sie sprechen es Englisch aus. Und ich bitte auf die Bühne den Herrn Professor Dr. Rainer Spang, Projektleiter und Inhaber des Lehrstuhls für statistische Bioinformatik, Professor Dr. Bernd Ludwig, Co-Projektleiter, Lehrstuhl für Informationswissenschaft und Professor Dr. Bernhard Weber, Vizepräsident für Forschung. Und ich würde sagen, the stage is all yours. Okay, vielen Dank. Ich habe das Vergnügen, das Regensburger Projekt, das Regensburger Konzept vorzustellen und fangen wir direkt mit der ersten Folie, mit der Substanz an. Das sind die beiden Strukturen, die wir in Regensburg schaffen wollen. Wir wollen eine Zusatzausbildung über mehrere Semester hinweg in Data Science über alle Fakultäten hinweg anbieten. Das ist ein Zertifikat, das ist nicht jetzt im Bologna-Rahmen, das ist kein Studiengang, sondern etwas, was man parallel zum Studium macht, wenn man die Zeit dazu findet, da komme ich noch drauf zu sprechen. Und das wollen wir in 2 Abschlussvarianten anbieten, einem kleinen Datenlatinum und einem großen Datenlatinum. Entscheidender Unterschied ist, das große Datenlatinum benutzt höhere Mathematik, das kleinere Datenlatinum tut es nicht. Das ist jetzt eine Struktur, das ist wir haben da schon einen Modulkatalog, wir haben eine Prüfungsordnung dafür, das ist einfach eine Abfolge von Veranstaltungen. Was wir zusätzlich haben wollen, ganz anders, ist etwas, was ist bottom-up. Das setzt wie ähnlich wie eben auf studentische Selbstinitiative. Das ist der Data Science Inkubator. Das ist im Wesentlichen ein beheizter Raum. Also das ist ein Platz, wo die Studenten, die affin sind in Data Science, treffen können und Projekte bearbeiten. Und das sind jetzt nicht nur die Hacker. Ganz am Anfang haben wir an die gedacht, sondern es sind sehr, sehr wichtig auch die Leute, die Fachleute, Fachmänner, Fachfrauen aus unterschiedlichen Lehrstühlen, die vielleicht nicht so professionell mit Daten umgehen, die da hinkommen können, sich mit Leuten treffen, die diese Ausbildung haben, von uns bekommen oder sich selbst beigebracht oder wo immer die das gelernt haben. Man findet diese Leute, sie sind dann in den unerwartetsten Ecken in der Universität zu finden und mit denen gemeinsame Projekte zu bearbeiten. So,
Das ist eigentlich unsere Wunschliste. Das wollen wir haben, das finden wir cool. Das haben wir auch an anderen Universitäten gesehen, sowas braucht Regensburg. Worüber uns wir dann viel Gedanken gemacht haben, ist, wie wir da überhaupt starten. Weil das ist etwas relativ Schwerfälliges, das muss erstmal vom Boden weg. Das geht über mehrere Semester, das braucht Geld, das braucht Zeit. Vor allen Dingen braucht es erstmal Zeit bei den Studenten, weil die machen das ja nebenher und die haben schon einen kompletten Studiengang. Also das ist zunächst mal nicht so einfach für die unterzubringen. Und ganz am Anfang ist es uns klar geworden, was wir brauchen, ist es Leute, die trotz die Dinge, die sie interessieren, trotzdem es jede Menge Probleme gibt. Auch dieses fakultätsübergreifende Arbeiten ist nicht so trivial, wie jeder weiß, die es einfach dann trotzdem machen. Nennt man Enthusiasten. Und die wollen wir am Anfang nicht nur suchen, wir haben schon einige gefunden, sondern wir wollen einen Zusammenschluss. Die sollen jetzt wirklich mal zusammen sein und Fahne hochhalten. Und das in der Universität vertreten und diese beiden Strukturen anstoßen. Jetzt ist die Frage, wie findet man die? Das ist nicht so leicht, aber es gibt, viele kennen wir einfach. Ja, aber was jetzt unsere erste Demo ist der Big Data Day. Da wollen wir mal demonstrieren, wie stark wir auf dem Gebiet eigentlich sind. Das haben wir jetzt dazu aufgerufen, dass sich Arbeitsgruppen melden oder auch Gruppen von Studenten, muss nicht mal ein Lehrstuhl sein, die etwas zu präsentieren haben. Poster ist okay, lieber ist uns ein Stand oder irgendeine Live-Demo oder sowas. Also die offizielle E-Mail, mit der wir einladen wollen, hängt immer noch in der Verwaltung aus irgendwelchen Gründen. Einfach durch Mumm-Propaganda haben wir schon 20 Zusagen für den 30. Oktober. Also das scheint abzuheben. Wen erreichen wir? Das sind jetzt ist zugegebenermaßen nicht der Data Science Day, da ist die Verteilung ein bisschen anders, sondern das sind so die Kollegen, mit denen wir geredet haben, die uns unterstützen. Und das ist jetzt, was Sie da sehen, ist ein Lageplan der Uni. Und das ist so die typische Aufteilung, wo die unterschiedlichen Gebäude sind, unterschiedliche Fakultäten. Jeder Punkt ist ein Mitstreiter. Ob das jetzt alles Enthusiasten sind, wie Sie eben besprochen haben, das werden wir noch sehen. Ja, aber überall da herrscht großes Interesse und man ist bereit, mitzuarbeiten und auch zu investieren. Und das geht über fast alle Fakultäten bereits hinweg. Und es hat zum Beispiel ein sehr großes Interesse, kam unerwarteterweise, also extrem groß, aus der Biologie. Ganz zum Schluss, jetzt habe ich viel Konzepte, aber irgendwann werden Konzepte vielleicht langweilig, mal zwei konkrete studentische Projekte. Das sind jetzt zwei Projekte, die kamen von Regensburger Studenten. Das eine ist so ein ganz typisches Data Science Aufgabengebiet, nämlich Streichquartett. Da haben Leute im Streichquartett Eye-Tracking gemacht und aufgezeichnet, wo ihre Augen beim Spielen sind. Und interessanterweise, was für die wohl wichtig ist, ist, ob sie ihre eigene Stimme lesen und wann und an welchen Stellen sie mit den Augen auf die Stimmen der anderen gehen. Und das haben sie selbst segmentiert und daraus sogar eine kleine wissenschaftliche Arbeit gemacht. Mein zweites Beispiel, da sehen Sie mich, das war in unserer Gruppe, aber das habe nicht ich gemacht, das war ein Student. Und zwar beschäftigt der sich seit langem mit aus eigenem Interesse mit der Funktionsweise von Kubernetes-Cluster, von so wie Data-Centers arbeiten. Und ich habe gesagt, er soll das mal allen erklären, weil das ist nicht unsere Domäne. Da arbeiten wir normalerweise nicht dran. Ich dachte an PowerPoint-Folien. Der hat das wunderschön gemacht, und zwar hat er das mit einem Brettspiel gemacht, was er entworfen hat. Da war jeder ein Server und man musste Daten nehmen, verschieben, Anfragen an andere Server stecken. Dann war mal ein Server down und musste kompensiert werden. Und so hat man das Orchestrieren von so einem Data Center verstehen können. Wir haben das Spiel dabei beim Poster. Also wenn es jemand spielen will, können wir das heute Mittag machen. Und dann bin ich schon durch. Danke. Oh, super. Da hätte ich mich ja gar nicht räuspern müssen. Sie waren eine Minute über der Zeit. Das Räuspern war, um anzuzeigen, dass Sie noch eine Minute haben. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt in Medias Res, stellen wir Fragen. Herr Litter, Sie machen den Anfang. Ja, ist das Mikrofon an? Ja. Vielen Dank. Sie schreiben gleich zu Beginn Ihres hervorragenden Antrags zwei wunderbare Sätze. Ich zitiere ganz kurz. Fakultätsübergreifende Initiativen sind immer schwierig. Wir beschönigen nichts. Auch an unserer Universität verläuft zwischen Fakultäten der eine oder andere meist schon ältere Graben. Jetzt haben Sie die Enthusiasten erwähnt. Wie überzeugen Sie denn demnächst die eher datenfernen Fächer? Und Sie selbst erwähnen zwei, die Theologie und die Rechtswissenschaften.
Gut, die Rechtswissenschaften haben wir nicht überzeugen müssen, die sind aus sich gekommen. Da gibt es diverse juristische Probleme im Zusammenhang mit automatisiertem Fahren und solchen Dingen. Die wollen Ausbildung für ihre Studenten haben, dass sie wissen, über welche Fälle sie da überhaupt unterscheiden. Und bei den Theologen denke ich sehr ernsthaft drüber nach. Ich hab's noch nicht. Aber ich habe sie nicht vergessen. Keiner von uns hat das. Darf ich vielleicht auch noch sozusagen aus Sicht der Universitätsleitung was dazu sagen? Also die Sätze stehen da, das ist richtig und wir haben natürlich ähnliche Probleme wie jeder andere Hochschulstandort auch. Aber ich glaube, wir sind eine mittelständische Universität, wenn ich das mal so ausdrücken darf, mit etwa 21.000 Studierenden, 11 Fakultäten und haben durchaus eine Historie der fakultätsübergreifenden Zusammenarbeit. Und da, denke ich, können wir sehr gut ansetzen, hier weiter erfolgreich zu sein. Frau Michel, Sie haben sich gemeldet. Ja, ganz herzlichen Dank. In Ihrem Inkubator, also dem inneruniversitären Start-up, wie Sie es an einer Stelle genannt haben, haben Sie ja richtig große Dinge vor. Ihre Studierenden sollen ganz selbstverwaltet studentische Datenprojekte realisieren, daraus Case-Studies für die spätere Lehre entwickeln, Dienstleistungen für Forschung und für Unternehmen erarbeiten und ganz nebenbei sollen Fähigkeiten im Projektmanagement entwickelt werden und die Datenakquise in der Wirtschaft, der umliegenden Wirtschaft soll auch noch betrieben werden. Überfordern Sie Ihre Studierenden nicht und wie stellen Sie sicher, dass Sie sie auch irgendwie begleiten auf diesem Weg? Wir begleiten die, indem wir da mitmachen. Der Inkubator ist so eine Organisation, Mini-Forschungsprojekte durchzuführen. Wir haben zwei Beispiele. Dieses Eye-Tracking-Projekt ist eine Kooperation mit der Musikwissenschaft. Da kommt der Kollege mit einer Frage, sagt mal, ihr habt Eye-Tracker, wir wollen wissen, wie wir die Dirigenten unterrichten sollen. Und dann kann man da eine halbe Stunde drüber reden, wie das geht, aber es werden die Ressourcen fehlen, das durchzuführen. Man müsste jetzt DFG-Anträge schreiben, was auch immer. Das ist die Idee vom Inkubator. Wir haben hier 4, 5 Studenten gefunden, die machen da mit. Wir sagen, passt mal auf, wir wollen Folgendes haben. Wir geben fachliche Beratung, wir geben unsere Expertise weiter, wir diskutieren den Projektplan, wir machen einen Projektplan, wir diskutieren den und die Studierenden arbeiten dann bei uns an der Forschung mit. Die Studierenden sind unsere Kollegen im Inkubator und gleichzeitig versuchen wir von ihnen zu lernen und sie von uns. Und damit das klappt, müssen die das lernen, alles was sie genannt haben, in Working by Doing Manier. War das befriedigend beantwortet, Frau Michel? Jein. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass es hervorragend ist, im Prinzip projektförmige Lehre. Worauf ich nur hinaus will, ist, versuchen Sie auch irgendwie nachhaltige Strukturen einzuziehen, also didaktische Strukturen, also irgendwie einen Plan B zu haben, wenn jemand doch noch mal ein bisschen Unterstützung im Projektmanagement braucht zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob wir wirklich sehr harte, enge Strukturen da reinbringen wollen. Dafür haben wir ja diesen zweiten Standbein. Wir werden selbst reingehen und es werden nicht nur wir beide sein. Es ist übrigens gar nicht unsere Idee. Die Idee kommt vom Kollegen aus der Biologie. Die mögen das mit dem Anwachsen lassen. Ne? Das ist deren tägliches Geschäft. Wie wir die Leute begleiten, also ich hatte eine Diskussion eben auf dem Flug hierhin mit einem der Studenten von uns, der ist auch im Publikum, mit dem kann man auch beim Bruster reden, so etwas Selbstmoderierendes, also dass da Studenten über längere Zeit drin bleiben und dass die Entscheidungen später, was da gemacht wird, ähnlich wie bei der Hierarchie von Stack Overflow oder so, von Studenten, von älteren, erfahrenen Studenten selbst kommen. Und nur wenn das ausfällt, der Professor eingreift. Das ist, glaube ich, nicht so, wir denken, also das ist schon Lehre, die machen da sehr sinnvolle Dinge. Aber was wir, glaube ich, wollen, ist, dass die oft auf Eigeninitiative Sachen machen, die eigentlich sinnvoller sind als das, auch später für den Beruf, als das, was in den Vorlesungen drin ist. Und das muss irgendwie mal Anerkennung finden und auch einen Raum finden. Und das soll dieser Inkubator sein. Gut, vielen Dank. Wir haben jetzt zwei Meldungen. Erstmal Frau Buß, danach Frau Carson. Oder war das direkt eine Folgefrage, Frau Carson? Nee, dann Frau Buß. Okay.
Ein Ziel des Wettbewerbs ist ja auch, Breitdatenkompetenz bei den Studierenden zu fördern. Und meine Frage wäre, wie machen Sie das? Wie bringen Sie das Thema in die Curricula konkret auch nachhaltig rein? Das wäre das eine. Und das andere wäre, Sie haben ja im Antrag auch noch das kleine und große Datenlatinum beschrieben. Wie genau sieht das aus und wie möchten Sie das finanzieren? Weil Sie ja hier im Antrag vor allem den Inkubator in die Finanzierung einbeziehen. Das große und das kleine Latinum sind zwei verschiedene Ausbaustufen von dem Lehre-Säulen-Modell, das im Antrag beschrieben ist. Wir bieten Studenten mit mehr Mathematik-Hintergrund die Möglichkeit, vertiefte Methoden zu lernen in der Lehrsäule. Und das ist auch das Nachhaltigkeitskonzept in der Lehre. Dieses Zertifikat, es wurde gerade erwähnt, wir arbeiten schon an den Dokumenten, die man dazu braucht, wird demnächst etabliert werden. Wir schicken das demnächst in die Gremien. In der erweiterten Säule können Leute mit Vorkenntnissen vertieft studieren. Und zum Beispiel jemand, der aus der Geschichte kommt, macht das kleine Latinum und der kriegt so erstmal so ein Hands-on-Doing. Niveau an Kenntnissen mit Fragestellungen aus seinem Fachgebiet oder auch aus anderen. Er kann sich ja dann auch im Inkubator anschließen an Aktivitäten, die dort laufen. Auf die Weise erreichen wir die Nachhaltigkeit, weil wir die Studenten in dieses Curriculum bringen über das Zertifikat, das aus dem eigenen Lehrpotenzial finanziert wird. Aus der Lehre, die wir machen und ihre Organisation, wir brauchen keine Mittel, um Lehrveranstaltungen zu finanzieren, außer die Tutoren im Inkubator. So, besten Dank. Jetzt, aber das Gefühl scheint zu sein, dass die Frage noch nicht ganz beantwortet ist. Ich darf noch mal kurz nachfragen. Also gibt es Credits dafür, wäre das eine. Ja. Und das andere, meine erste Frage zielte ja auf die Breitenwirkung dann eben auch ab. Ja. Also curriculare Verankerung in allen Studiengängen. Ja. Und jetzt bitte kurz, weil wir haben ganz viele Fragen, die warten. Es gibt Credit Points und es gibt die Connector-Veranstaltungen, in denen fremde Fächer, also keine Data Science-Fächer, Data Science-Konzepte in die Lehrveranstaltungen einbauen und darauf verweisen und in ihre Studiengänge einbeziehen. Diese Liste der Kollegen, die der Herr Spang genannt hat, sind Kollegen, die das schon machen. Und wenn sich das bewährt, sind wir davon überzeugt, dass andere Kollegen, die auch Datenprobleme haben, auf diesem Zug aufspringen und dann die Data Science Ausbildung in viele Studiengänge Eingang finden wird. Übrigens, jeder Student, jede Studentin kann dieses Zertifikat erwerben, egal welches Fach er oder sie studiert. Okay, super. Frau Carsten, Sie haben sich schon ewig gemeldet. Jetzt sind Sie dran. And a quick but focused follow-up on Frau Wuss's question, which is, what is the most important content in the kleines Datenlatein, in the klein part? What is the most important statistical or computational content that you feel must be delivered for the next step to succeed? Okay. There is going to be one class in practical data analysis. Just first hands-on working with data without any theoretical background. And then we do some statistics and some programming on a very basic level. And then we have a connector, so something that the students understand very easily because it's their own field, their domain knowledge works again, and then it goes back to the faculties. That's the idea of Kleines Datenlatinum. Okay, great. Herr Litter, Sie hatten sich gemeldet. Ja, nur mal eine kurze Nachfrage. Sie wollen ja das Geld nicht für das Datenlatinum, sondern für den Inkubator. Das Konzept finde ich sehr gut und überzeugend. Das erinnert mich an so studentische Unternehmensberatung. Ich würde aber auch sagen, das finanziert sich doch von selbst, wenn es gut ist. Wozu brauchen Sie unser Geld? Wenn es nicht gut ist, finanziert sich nicht von selber, dann warum sollen wir Ihnen genau dafür das Geld geben? Um es anzuschieben. Ich glaube, die allerersten, genauso wie jedes Unternehmen ein Start-up einfach ein Geld am Anfang braucht, wird das auch ein bisschen Flexibilität brauchen, um die ersten Fakten zu schaffen, mit denen man Werbung macht. Genau. Dürfen wir Ihnen ein Darlehen geben? Dann müssen Sie den Präsidenten fragen, ob er das wieder zurückzahlen möchte. Es ist ganz schwierig, von einer Universität wieder was zurückzubekommen. Okay, sehr schön. Herr Krupka, Sie sind als nächstes dran.
Ja, ich habe eine Frage auch zur Breitenwirkung. Also in Ihrem Projektteam sind jetzt eigentlich nur männliche studentische Mitglieder. Im lehrenden Team ist das Geschlechterverhältnis zumindest nach unserer Analyse auch 20:2. Wie wollen Sie die weiblichen Studierenden für Ihr Konzept begeistern? Ich bin in der philosophischen Fakultät als Informatiker. Also ich bin sozusagen die verkörperte Interdisziplinarität, aber auch die verkörperte Geschlechterverhältnis 50-50. In meinen Kursen sind oft mehr als 50% Studentinnen und die machen da auch schon mit. Also auch dieses Musikprojekt waren 3 Studentinnen und 1 Student. Also da müssen die Männer sich anstrengen, dass sie das Gleichgewicht halten. Also die Verhältnisse, die sind nicht repräsentativ, die diese Tabelle wiedergibt. Die Situation ist ziemlich ausgeglichen. Biologie ist ähnlich, ne? Das ist, also das meiste Feedback haben wir auf der Biologie bekommen, die haben mehr Studentinnen als Studenten. Also das hat die richtige Tendenz. Es ist in der Tat sehr unterschiedlich. Medizin zum Beispiel 70% weiblich. Juristen sind sehr stark männlich orientiert. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber so overall, glaube ich, sind wir irgendwo bei 50%. Gut, Herr Baumgartner, Sie sind auch schon eine geraume Zeit in der Warteschleife. Ja, ich möchte noch einmal zum Inkubator kommen. Das regt uns natürlich am meisten an. Das ist eine sehr innovative Idee. Und es sind schon ein paar Fragen zur Didaktik hier gestellt worden. Meine Frage ist, es handelt sich da hier ja auch um Projekte und Projekte können auch scheitern. Sie haben das Beispiel von Stack Overflow gebracht, aber gerade Stack Overflow ist auch manchmal deprimierend. Man kriegt bei einer Frage auch Minuspunkte oder die Frage wird eingestellt, nicht passend. Wie sichern Sie, dass hier Learning stattfinden, auch wenn etwas schief geht? Ja, also in dem Moment, wo Credit Points eine Rolle spielen und das wollen wir machen, dann muss es einen Leistungsnachweis geben. Also das sind dann Projekte, an deren Ende ein Bericht steht, den man kontrollieren kann. Das ist auch, hat den Nebeneffekt, dass es auch ein sehr gut sogar Statistik betrieben werden kann, wie erfolgreich dieser Inkubator eigentlich ist, weil dann haben wir Noten und solche Sachen. Ja. Außerdem, wie Bernd das schon gesagt hat, wir haben durchaus vor, da oft mit reinzugehen und uns das anzuschauen. Wir wollen nur nicht bestimmen. Das alles. Wir müssen vom Leben lernen und auch die Studierenden müssen das. Also das Forscherleben ist ja da ein wesentlicher Teil, besteht ja darin, dass irgendwas nicht klappt. Die erste Idee hat nicht funktioniert. Das ist auch in der Industrie so. In dem Inkubator sollen ja auch Firmen mitmachen. Gestern hat sich bei mir Infineon gemeldet und möchte an dem Inkubator teilnehmen. Auch da, die Entwicklungsabteilungen machen Sachen, die kein Ergebnis haben. Und dann muss man irgendwie daraus schlau werden. Ich denke, auch so kann man sehr viel lernen. Und das sollte der Inkubator auch vermitteln. Und nicht so wie eine Lehrveranstaltung immer die heile Welt suggerieren, der festen Ergebnisse, die in den Lehrbüchern zu finden sind. So, Frau Rehlkerken hat die Ehre der letzten Frage. Das scheint sich jetzt hier ein Muster zu ergeben. Nächstes Mal mache ich das nicht. Ein Inkubator kann auch sehr erfolgreich sein, sogar so erfolgreich, dass ein Unternehmen daraus werden könnte. Was wäre, wenn ein studentischer Inkubator nach einem Jahr sagt, wir machen uns selbst eigenständig und wie geht es dann mit unserem Darlehen? Also das wäre fantastisch, wenn das so wäre. Und wir sind an der Universität auch absolut darauf vorbereitet, dass wir hier volle Unterstützung geben können. Wir haben ein Transfer-Office mit wirklich sehr kompetenten Personen besetzt, die in allen Belangen Beratung bieten können und aber auch Hilfe bieten können, auch wenn es um Patentfragen geht und so weiter. Also da sind wir sehr darauf vorbereitet. Und es wäre schön. Gut, ja, wunderbar, das war eine kurze und präzise Antwort. So, jetzt richtet sich mein Blick wieder an die Anwältin, Frau Dittmann. So, was sagt das Publikum, was sagen die Leute vor den Handys und vor den Computern, die aus dem Internet das verfolgen heute? Ja, hier steht ganz oben eine Frage, die Sie wieder einmal schon angerissen haben. Sie haben auch gesagt, es gibt Credit Points für die Teilnahme. Aber wie genau vernetzen Sie Ihr Konzept mit dem regulären Studium? Wer im Inkubator ein Projekt durchführt,
über einen nicht genau definierten Zeitraum und möchte Credit Points dafür, kann in dem Modulkatalog des Latinums sich die Modulposition heraussuchen, für die er eine Arbeit formuliert, eine Art, also eine Mini-Bachelor- oder Mini-Masterarbeit, und die Bewertung dieser Arbeit gibt eine Note und damit ist eine Modulposition gefüllt und damit gibt es Creditpunkte. Ergänzend, das ist jetzt im Datenlatinum, aber auch in regulären Studiengängen ist das denkbar. Es ist eigentlich denkbar in jedem Modul, wo am Ende ein Abschlussbericht steht. Also zum Beispiel, wir haben sogar mit vielen Credit Points, mit 11 und 12 Credit Points Projektpraktika, die könnten im Inkubator gemacht werden. Und wenn der Abschlussbericht stimmt, wären das diese 10 oder 12 Credit Points im Fach Computational Science. Es gibt andere Studienfächer, da ist das schwerer, weil die anders aufgebaut sind. Aber für einige Studiengänge wird es funktionieren. Wunderbar. Dann mit wehenden Fahnen quasi, die wehenden Fahnen der Enthusiasten. Besten Dank, die Universität Regensburg, Data schafft Wissen. Applaus. So. Die Universität Hildesheim ist als nächstes dran. Data Science for All, DS for All abgekürzt. Ich begrüße ganz herzlich auf der Bühne den Projektleiter Professor Dr. Dr. Lars Schmidt-Thieme, Professor für Wirtschaftsinformatik und maschinelles Lernen. Wir haben noch Professor Dr. Christoph Wecker auf der Bühne, Professor für empirische Unterrichtsforschung und Professor Dr. Jürgen Sander, Vizepräsident für Lehre und Studium. Und ich würde sagen, schießen Sie los. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass wir unser Konzept hier vorstellen können. Data Science für alle als das methodische Data Literacy Zertifikat der Universität Hildesheim. Das ist unser Projekttitel. Und als wir uns zusammengesetzt haben in einer sehr interdisziplinären Mischung aus verschiedenen Anwendungswissenschaften, von der Geografie über die Politologie bis hin zur Erziehungswissenschaft und natürlich der Data Science, dem maschinellen Lernen, Kollegen aus der Informatik, wurde relativ schnell klar, dass es sehr, sehr viele spezielle Kursangebote, spezielle Schulungen für Data Science für alle Fachcommunities schon gibt. Data Science für Naturwissenschaftler, Data Science für Sozialwissenschaftler, Data Science für Biologen, Data Science für Politologen, Data Science für Erziehungswissenschaftler, Data Science für Ophthalmologen. Die Reihe könnte ich sehr, sehr lange fortsetzen. Wenn man sich anschaut, wie schnell sich die Data Science in den letzten 10 Jahren und wahrscheinlich auch in den nächsten 20, 30 Jahren entwickeln wird, muss man die Frage stellen nach der Nachhaltigkeit dieser Angebote. Wie schnell werden diese Angebote altern und wie schwierig ist es, diese Angebote up-to-date zu halten und zu pflegen? Und das ist der Kern unserer Idee, Data Science für alle anzubieten, aber uns nicht zu verlieren in einer Vielzahl von verschiedenen Spezialangeboten, sondern was wir machen wollen, ist eine Einführung in die Data Science für Studierende anderer Fachwissenschaften, die mikromodular aufgebaut ist, die man also in kleinen Häppchen studieren kann und die zwei Dinge mischt. Methodische Module, die erklären, wie bestimmte Grundkonzepte in der Data Science funktionieren, und die zu verschränken mit Anwendungs-, mit Beispielmodulen aus jeder einzelnen Disziplin. Also Beispiele aus der Biologie, Beispiele aus der Geografie, Beispiele aus der Politologie, sodass die Studierenden fächerspezifisch in ihrer Terminologie mit Beispielen, die ihnen was bedeuten, die ihnen was sagen, mit Beispielen, anhand derer sie überhaupt diese Dinge nachvollziehen und verstehen können, studieren können. Das ist die Grundidee, die wir hier verfolgen. Und nun habe ich so viel von Beispielen gesprochen und bin selbst ja auch ein Machine Learner. Am liebsten spreche ich natürlich über Data Science und Machine Learning. Also lassen Sie mich das für einen Moment mal tun und lassen Sie uns antizipieren, was wir uns vorstellen. Wie könnte so ein Beispiel aussehen? Ich mache jetzt mal einen Fast-Forward und wir gehen ans Ende, ans letzte Drittel dieser Veranstaltung. Die Studierenden haben also am Anfang die Grundlagen gelernt. Sie haben irgendwann verstanden, wie sie ein überwachtes Modell lernen können, was eine lineare Regression ist. All das
er ist dort. Und jetzt werden Sie konfrontiert in Ihren Disziplinen mit Daten, die sind anders. Die sind nicht kontinuierlich gemessen, das sind nominale Beispiele. Hier würden wir Ihnen gerne erklären, im letzten Drittel der Veranstaltung, seht her, wenn ihr das macht und ihr lernt jetzt, ihr wendet jetzt an, was ihr bisher gelernt habt, ein lineares Modell, so wie wir es hier in Gleichung 1 sehen auf unserer Folie, dann ist das ein sehr, sehr armseliges Modell, ein Modell, mit dem ihr nicht sehr viel machen könnt. Und dann möchten wir natürlich helfen, Dinge zu tun, die aktueller sind, die besser funktionieren, die aussagekräftiger sind. Und wir möchten Sie gerne darin unterrichten, wie Sie denn ein Modell mit latenten Features bauen können, sodass Sie jetzt Aussagen treffen können über die verschiedenen Entitäten und warum das aus theoretischer Sicht besser ist. Das ist der Part der Data Science und an dieser Stelle übergebe ich dann an die Kollegen aus den Fachwissenschaften. Heute ist Herr Wecker dabei und könnte den Studierenden weiterhin dann erzählen, was das für sie bedeutet, wie Beispiele hier in der Erziehungswissenschaft aussehen. Was kann man jetzt damit machen? Oder nochmal anders gefragt, wie kann ein Beispiel aussehen, mit dem wir Studierenden beispielsweise des Lehramts verdeutlichen können, klar machen können, was man damit jetzt in ihrem eigenen Fach im Bereich der Bildung anfangen kann. Anknüpfend an die Idee der Zone der nächsten Entwicklung von Vygotsky, wo es darum geht, sozusagen leicht oberhalb des aktuellen Kompetenzniveaus durch Unterstützung Lernenden zu ermöglichen, sozusagen dazu zu lernen. Dazu brauchen wir im Bildungsbereich Aufgaben, die von ihrem Schwierigkeitsgrad, von ihrem Anforderungsgehalt jeweils genau passen. Und mit dem Verfahren, das Herr Schmidt-Thieme gerade dargestellt hat, ist es möglich, sozusagen die Nähe zwischen Aufgaben und Personen zu bestimmen, also Aufgaben auszuwählen, die optimale Anforderungen für Lernende beinhalten und damit optimal passende Lernaufgaben auszuwählen. Noch eine weitere Möglichkeit, jetzt mit anderen Verfahren, würde darin bestehen, beispielsweise Online-Diskussionen auszuwerten im Hinblick auf die Argumentationsqualität, die Diskussionsqualität und abhängig von den Analyseergebnissen jeweils optimal maßgeschneiderte Unterstützung anzubieten. Gut, ich hoffe, mir bleibt noch ein wenig Zeit. Knapp 2 Minuten haben Sie noch. Wunderbar. Ich möchte ein paar Sätze zu den Rahmenbedingungen sagen. Die Universität Hildesheim ist eine eher kleine Universität. Wir haben 8.300 Studierende. Sie sehen dort in der Torte, wie sich das über die Disziplinen etwa verteilt. Wir haben ermittelt, dass tatsächlich gut 40% unserer Studierenden im Rahmen ihres Regelstudiums Module im Bereich der Statistik haben, sodass die schon mal eine wesentliche Grundvoraussetzung mitbringen, um in dieses Projekt einsteigen zu können. In einer zweiten Stufe wäre dann die Frage, wie kann man Studierende ohne Statistikmodul heranführen, sodass sie dann auch davon profitieren können. Vielleicht auffällig das relativ stark vertretene Lehramt. Die Ausbildung von Lehramtsstudierenden ist in dieser Hinsicht Digitalisierung, Data Science eine besondere Herausforderung, denke ich, denn da geht es ja nicht nur darum, die fit zu machen in dem Bereich, sondern die sollen ja über die Zeit dann in der Schule in der Lage sein, neue Entwicklungen selbst mit zu gestalten und das weiterzugeben an die Schüler und Schülerinnen. Unabhängig davon noch das Problem, wir müssen die aktuelle Lehrerschaft, Herr Meier-Guckel hat vorhin Schule und das Thema angesprochen, natürlich auch qualifizieren in Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und auch das könnte man dort anbieten über. Wir haben da so Kompetenzzentren in Niedersachsen. Ganz kurz institutionelle Einbindung. Sie sehen, es gibt in Hildesheim oder ist gerade in der Gründung ein Zentrum für den digitalen Wandel, das sozusagen die Vernetzung innerhalb der Universität und die Infrastrukturen bereitstellen wird. Dort ist das Projekt, wäre das Projekt natürlich auch angesiedelt. Und ein sehr schöner letzter Punkt. Stetige Verstetigung via Studienqualitätsmittel. Das ist eine Besonderheit in Niedersachsen. In Niedersachsen wurde nach Abschaffung der Studienbeiträge wurden die Mittel komplett vom Land übernommen. Das heißt, die Universitäten haben diese Mittel. Bei der Vergabe der Mittel sind die Studierenden paritätisch dabei. Und wir haben eine Kommission, die über die Vergabe der Mittel entscheidet. Und diese Kommission hat bereits entschieden, dass sie dieses Projekt begleitend fördern wird, sodass man also sagen kann, die Studierendenschaft hat sich dafür ausgesprochen, dieses Projekt anzunehmen und möchte es. Danke. Ganz herzlichen Dank. Erstmal einen Applaus. Ja, wir sehen tatsächlich, also bisher die ersten drei Vorstellungen sind ja völlig verschiedene Projekte. Also ich finde das total spannend, wie verschiedenen Richtungen, in die das geht. Frau Buß, möchten Sie eine erste Frage stellen? Nachher Meier-Guckel.
Ja, vielen Dank für diese sehr spannende Idee. Ich würde gerne ein bisschen nachfragen bei dem Thema Lehr-Lern-Szenario, weil Sie beschrieben haben, dass es diese 10-Minuten-Impulse geben soll, verknüpft mit Praxisbeispielen aus dem Fach, was ich sehr sinnvoll finde, damit die Studierenden da direkt anknüpfen können. Im Antrag schreiben Sie dann, dass es eine Vorlesung gibt, eine längere, und dass Vorlesungsaufzeichnungen genutzt werden. Wie passt das mit den 10-minütigen Slots zusammen? Wäre es nicht eigentlich sinnvoller, da vielleicht ein Blended Learning Format oder Ähnliches zu nutzen? Also mir ist dieses Lehr-Lern-Szenario nicht ganz klar geworden. Die 10-Minuten-Blöcke sind gedacht als Mikrostrukturierung dieser Lehrveranstaltung, sodass man sie in verschiedener Art und Weise neu zusammenbauen kann und pflegen kann. Wir wollen also nicht 90 Minuten monolithische Blöcke schaffen, in die die Beispiele eingebettet sind, sondern wir möchten möglichst viele Punkte schaffen, wo wir die Verzahnung vornehmen können. Sonst wäre die Verzahnung sehr, sehr oberflächlich. Aber es gibt natürlich darüber aufbauend dann eine Struktur, dass zum Beispiel 9 dieser 10-Minuten-Blöcke zusammen eine Vorlesungseinheit machen und auch zusammen Sinn machen müssen. Und vielleicht ergänzend, also die Vorlesung soll im zweiten Durchgang spätestens aufgezeichnet werden, und dann haben wir diese 10-Minuten-Blöcke auch als quasi kleine Video-Lectures, und damit könnte man Blended Learning dann, so ist es gedacht, auch umsetzen. Wunderbar. Herr Mayer-Guckel. Darf ich da nochmal nachfragen? Also ich bin Ihnen ja sehr dankbar, dass Sie mal eine Formel gebracht haben, die nämlich zeigt, so einfach ist das alles gar nicht. Ja? Also wenn wir hier von Data Science for Everybody sprechen, also ich habe die Formel jetzt nicht gleich am Anfang intellektuell erfassen können. Sie haben ja auch gesagt, das ist die Endformel. Aber trotzdem nochmal, wie verhält sich das eigentlich zu diesen 10-Minuten-Modulen? Also das ist ja nicht trivial. Mal so eben, ich weiß gar nicht, wie die Begrifflichkeit am Ende war, so eine Latenz irgendwie zu vermitteln. Das kann man doch nicht in 10 Minuten und schon gar nicht für alle. Also da muss doch irgendwie ein pädagogisches Konzept dahinter stecken, was sozusagen die ganze Sache anschlussfähig an die Kompetenzen macht, die man aus den Fächern mitbringt. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Bei Ihnen ist es sozusagen, die haben dargestellt, wie sich das, was man dort lernt, nachher anwenden lässt, aber wie kommt man aus den Bildungswissenschaften zu doch etwas Schwierigem, was Sie da anbieten? Das sind 2 Fragen, vielleicht haben wir dann 2 Minuten für die Antwort. Also erstmal, wir haben nicht vorgeschlagen, Data Science in 10 Minuten zu unterrichten. Ich glaube, wir sind das genau gegenteilige Projekt, sondern eine Strukturierung zu machen, die sehr, sehr feingranular ist, sodass wir sie pflegen können und sodass wir sie verzahnen können. Die Einheiten, wir reden über eine Vorlesung, die 90 Minuten hat, 14 Wochen im Semester. Das wäre das Format, über die wir die Ersteinführung aufbauend auf dem statistischen Grundverständnis für die Data Science machen wollen. Die zweite Frage, lese ich so raus, bezieht sich da ein bisschen darauf, wie können denn jetzt Studierende, die nicht Mathematiker sind, die nicht Informatiker sind, wie können wir die jemals dahin bringen, wo wir sie gerne hinbringen wollen? Darf ich dazu an den Fachmann übergeben? Also letztlich gerade auch dadurch, dass wir diese 10-minütigen Blöcke haben. Das macht es uns sehr viel leichter, dann sozusagen für verschiedene Einmündungspfade auch nochmal unterschiedliche Kombinationen vorzusehen. Also wie Herr Schmidt-Thieme gerade gesagt hat, das ist ja nicht die ganze Veranstaltung, sondern die 10-minütigen Blöcke können dann auch kombiniert werden, um Studierenden mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen besser gerecht zu werden. Darf ich noch einen Satz ergänzen? Ganz kurz. Ich habe auf der Folie gezeigt, wir haben zumindest 41% unserer Studierenden, das sind ja immerhin gut 3000, die Module in Statistik haben im Rahmen ihres Regelstudiums. Und das ist schon eine wichtige Basis. Ja? Wir kümmern uns dann in einer zweiten Phase darum, was machen wir mit denen, die das nicht mitbringen. Ja? So, war das eine direkte Anschlussfrage, Frau Kierkegaard? Das nehme ich Sie vor. Okay, nee, dann halten wir uns an die Reihenfolge. Herr Litter, Sie hatten sich schon lange gemeldet, und Herr Baumgartner, Sie sind danach dran. Ja, ganz kurz eine Frage, die auch auf einige andere Anträge zutrifft. Sie sprechen viel über Data Science, tolle neue Datenmethoden, und dann kommt Ihr Evaluationskapitel. Und im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, wollen Sie den langfristigen Effekt evaluieren, indem Sie die Alumni anschreiben und fragen, wie hat es euch gefallen? Das finde ich ein bisschen enttäuschend, wenn wir über Data Science sprechen. Gibt es da nicht innovativere Konzepte, wie Sie den Erfolg Ihres Lehrkonzepts langfristig messen können?
Schwierige Frage. Ja, ist eine schwierige Frage und ich muss eingestehen, dass auch bei Akkreditierungen und so weiter vermehrt ja jetzt Absolventenbefragungen eingefordert werden. Wir haben etwas aufgebaut, was das ermöglichen soll und ich denke schon, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich kann dem nicht so ganz folgen, weil Sie sagen, das ist enttäuschend, denn das misst ja doch schon in gewisser Weise letztlich den Output, ja, wenn man das kann. Es ist ein schwieriges Problem, an diese Absolventen ranzukommen, sie dazu zu bewegen, weiterhin sich zur Verfügung zu stellen. Aber vielleicht könnten Sie da noch mal spezifizieren. Genau, haben Sie einen Vorschlag, Herr Litter? Ja, der Vorschlag soll ja von der Universität kommen. nein, einfach nur, weil es sind relativ schlechte Daten, die Sie da bekommen werden. Also selbst sehr subjektive Selbstauskünfte von einigen wenigen Alumni, da muss es doch bessere Sachen geben, wenn das datenschutztechnisch erlaubt ist. Wir haben es auch drin im Antrag an einer Stelle und die eine Stelle, die zieht sich sehr stark durch alles. Also zu jedem einzelnen Modul wird es Eingangstests und Anschlusstests geben. Und es ist uns auch ganz wichtig, wirklich objektive Lernerfolgsdaten zu haben, dass man sozusagen für jedes Modul nachzeichnen kann, wie da eigentlich der Lernfortschritt war. Wunderbar. Herr Baumgartner. Ja, ich muss auch noch einmal zurückkehren zu dieser Formel und wie Sie sich das vorstellen. Sie nennen Ihren Antrag Data Science for All. Und meine Frage richtet sich jetzt ein bisschen darauf, es ist eine Ausschreibung über Data Literacy. Wie würden Sie denn das jetzt abgrenzen? Man bekommt ja den Eindruck, und Sie sprechen auch immer von den Worten Data Science, ja? Wo grenzen Sie Data Literacy und Data Science ab? Wir haben Data Literacy so gefasst, dass das die ersten Schritte in Richtung Data Science sind. Das heißt, die wichtigsten Grundlagen. Wir wollten nicht nochmal was daneben stellen, eine zweite Art von Data Science, sondern die Grundidee ist, dass wir Studierende ausbilden, nicht um sie aus den Fachdisziplinen, aus der Psychologie, der Erziehungswissenschaften und so weiter abzuwerben und sie jetzt zu Data Scientists auszubilden, die in Unternehmen arbeiten, sondern die Idee war, dass wir sie schulen in einer Werkzeugwissenschaft. Den Charakter, das tut mir weh, das zu sagen, weil das ist, was ich den ganzen Tag mache und was mir Spaß macht. Aber für ihn bin ich nicht mehr als ein Tool. Und darum ging es. Data Science, das wären für uns die Leute, die am Schluss Data Science um seiner selbst willen oder sehr tief in den Anwendungen machen. Das machen unsere Informatikstudierenden, unsere Wirtschaftsstudierenden. Und Data Literacy ist die Grundausbildung mit einem Werkzeug, für den Werkzeuggebrauch, aber basierend auf einem Verständnis des Werkzeugs, also mit einer fundierten theoretischen Ausbildung. Das sind die beiden Aspekte. Wir haben eine lange Rednerliste. 4 Leute stehen jetzt auf der Liste. Frau Buß hatte sich als nächstes gemeldet, aber gab es eine direkte Anschlussfrage? Irgendwas ist direkt? Gut, dann bleiben wir einfach bei der Reihenfolge. Frau Buß, bitte. Ganz kurz. Sie zeigen ja auch, dass Sie relativ viele Credits vergeben wollen für dieses Data Literacy Zertifikat und für das Data Science Zertifikat, einmal 16 ECTS, einmal 28, was ja schon zeigt, dass es eine umfangreiche Kompetenz ist, die da erworben werden soll. Ich frage mich jetzt, wie Studierende, die vielleicht nicht so ein großes Interesse an dem Thema haben, diese Zeit aufbringen sollen. Das ist ein halbes Semester oder ein Semester sogar. Wie kriegt man das in die Curricula ein? Weil ein Semester Zeit in 6 Semestern Bachelorstudium nur diesem Thema zu widmen, wird wahrscheinlich schwierig werden. Ja, vielleicht generell. Wir haben gerade in den Studiengängen, die jetzt prädestiniert sind für diese erste Stufe, von der wir da sprechen, nachgesehen. Und es gibt tatsächlich insbesondere im Master eine größere Zahl von sogenannten freien Credits, also die im Wahlpflichtbereich liegen. Und da bestehen durchaus Möglichkeiten. Das heißt, wenn Studierende willens sind, das dafür zu nutzen, dann bleibt nicht so viel übrig jedenfalls. Von daher ist das definitiv möglich. Das insbesondere auch im Lehramt. Ja, da sind auch im Master ein Dutzend Credits frei, die Studierende dafür auch aufwenden können. Gut, Frau Rehkerken, Sie sind diesmal nicht zuletzt. Ja, endlich. Wir sagen gerade zueinander, im Master ist das nicht ein bisschen spät? Im Moment ist es verankert im letzten Jahr des Bachelors oder zum Beginn des Masters. Das ist unsere Idee gewesen. Die Idee ist, wie gesagt, Fachwissenschaftler auszubilden und an die Methodik der Data Science ranzuführen. Und ich denke, die ersten Semester müssen wir die Studierenden das machen lassen, weswegen sie an die Uni gekommen sind und ihr Fach studieren. Da wären wir falsch. Frau Michel, also gerne, ergänzen Sie.
Ich hoffe, ja, das Mikro geht noch. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, diese Module zur Statistik liegen in der Regel erst in der zweiten Hälfte des Bachelorstudiums. Insofern, da wir das ja als eine wichtige Grundlage ansehen, wäre es unklug, noch früher damit zu beginnen. Ja. Okay, das verstehe ich. So, wir haben jetzt mehrere Fragen. Frau Michel war als nächstes dran, danach Herr Mannheim. Sie hatten ja eben die Unterscheidung zwischen Data Literacy und Data Science sehr anschaulich beschrieben und dieser Werkzeuggedanke leuchtet mir auch sehr ein. Jetzt habe ich mich gefragt, gerade bei Ihrer interdisziplinären Aufstellung hier, welche Rolle spielen so Fragen wie ethische, rechtliche Reflexion von Daten und gesellschaftliche Rahmenbedingungen von Daten in Ihren Konzepten? Das ist Teil der Ausbildung, das ist eins der Teilmodule innerhalb der Data Science Einführungsvorlesung, wo wir das natürlich unterrichten. Es wird derzeit bereits natürlich auch schon unterrichtet in einigen Fächern in den Statistikgrundlagen. Wie stelle ich einen Ethikantrag, was sind die Rahmenbedingungen? Genau diese Dinge sind zum Teil auch schon da. Das müssen wir sehen, wie wir das auseinanderklamüsern. Genau da käme jetzt die Zielgruppenorientierung rein, dass diejenigen Studierenden, die es nicht kennen, die müssen es von uns lernen und diejenigen, die es schon mitkriegen, die müssen was anderes lernen dürfen. In der Zeit. Okay, dann ist die Frage beantwortet. Gut, dann Herr Mannheim, Sie sind dran. Mit einer kurzen Frage. Wo bekommen Sie die Daten für die Arbeit in den Data Labs her? Und wer ist dann dort vor Ort, der auch versteht, wie diese Daten zustande gekommen sind? Also wir haben aus den Arbeitsgruppen, die sich beteiligen, da sind ja viele Arbeitsgruppen, die sehr datenintensiv jetzt schon arbeiten, sonst hätten meine Kollegen gar kein Interesse an einer Kooperation gehabt. Unsere Politikwissenschaftler haben jetzt schon Data Science in der Politologie als Seminare, die sie durchführen. Das heißt, Datenquellen sind, glaube ich, abundant vorhanden für die einzelnen Fachwissenschaften und überschaubar große, die man im Rahmen von Übungen und dem Labor auch behandeln kann, wollen wir selbstverständlich dort auch behandeln. Das ist, glaube ich, Datenquellen ist nicht unser Problem. Vielleicht ergänzen, das Beispiel, das wir präsentiert haben, ist eines, das von Herrn Schmidt-Thieme direkt stammt und mit Daten aus dem Data Shop des LearnLab in Pittsburgh arbeitet. Also da ist zum Beispiel gerade für mich interessanten Bildungsbereich eine Quelle von Daten, mit der man arbeiten kann. Sehr schön. Ich bin beeindruckt, Sie sind tatsächlich das Team, was sich am stärksten unterhalb der 60 Sekunden immer befindet. Ich muss gar nicht eingreifen. So, wir haben jetzt noch Zeit für zwei Fragen. Herr Krupka hatte sich gemeldet und dann würde ich Herrn Litter die Ehre der letzten Frage geben. Ja, vielen Dank. Also aus meiner Sicht, eine der großen Stärken ist, dass Sie praktisch die Lehramtsstudierenden ansprechen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass man grundsätzlich natürlich schon früher anfangen muss, in der Schule diese Kompetenzen zu vermitteln. Nichtsdestotrotz, Sie haben etwa oder knapp die Hälfte der Mittel sagen wir mal, für die Entwicklung einer Data Science Einführungsvorlesung. Also die Frage ist, ist das nicht eigentlich die originäre Aufgabe, die Sie ohnehin tun sollten? Also welches Delta kann da praktisch die Förderung bewirken? Ich weiß nicht, das ist ein Zertifikat. Insofern ist es ja zunächst etwas, was man außerhalb als Zusatzqualifikation erwerben kann. Wir wollen das einbauen in die Studiengänge und man kann das. Ob man das mit den ganzen 16 Creditspunkten schafft, weiß ich nicht. Aber 10 kriegen wir oder 12 kriegen wir mit Sicherheit unter. Und da es dann teilweise extracurricular ist, ist es, glaube ich, schwierig, das zu finanzieren aus Unimitteln. Meine Aufgabe ist es nicht, ich habe 120 Masterstudenten Data Science, das ist meine Aufgabe, sondern das wäre etwas, was interdisziplinär hinzukommt und ich glaube, was man anstoßen muss, weil es im Moment nicht gibt, nirgends. Ich glaube, das Konzept, wie wir es haben mit den Mikromodulen und mit der Verzahnung mit den verschiedenen Fächern, ist neu, hoffen wir. Kurz ergänzend, also ich habe ja auf der letzten Folie kurz diese Studienqualitätsmittel erwähnt und die Hochschulleitung hat sich schon bekannt dazu, dieses Projekt, wenn es erfolgreich angeschoben wird, zu verstetigen. Ich denke, das ist dringend erforderlich. Über dieses Instrument der Studienqualitätsmittel, bei dem ja die Studierenden der Universität im Prinzip erklärt haben, dass sie das wollen und dass sie sehen, dass sie es brauchen, wird das möglich sein. Ja. So, Herr Litter hat seine Frage zurückgezogen. Doch nicht. Ich muss noch mal ganz kurz nachfragen. Vielleicht ist es naiv, vielleicht bin ich verwirrt. Ja, ja, es ist die gleiche Frage. Sie wollen 100 und 2000 Euro haben dafür, dass eine Einführungsvorlesung entwickelt wird.
das verstehe ich noch nicht, weil das ist doch wirklich originäre Aufgabe eines Lehrstuhlinhabers. Also warum muss dazu jemand extra eingestellt werden? Vielleicht können Sie es mir erklären. Wir reden über eine Vorlesung mit Übungen und über einen zielgruppenspezifischen Übungsbetrieb. Das heißt, wir müssen Aufgaben erstellen, zumindest für die größeren unserer Zielgruppen, für die Politologen, für die Sozialwissenschaftler, für quer durch. Und das ist ein extra Aufwand, den können Sie nicht leisten im normalen Lehrbetrieb. Das ist einfach nicht drin. Gut. Dann würde ich sagen, geht es zu Frau Dittmann. Sie hat wieder fleißig Fragen gesammelt und geschaut, was das Publikum interessiert. Ist es wieder eine Frage, die schon so halb gestellt wurde? Vieles, ja. Es sind einige Fragen dabei, die nochmal gezielt auf die Lehrenden eingehen, die eben das Konzept auch in ihre Lehre implementieren sollen. Und da die Frage, wie stellen Sie sicher, dass die Lehrenden aller Fächer für diese 10-Minuten-Einheiten qualifiziert sind? Wie wird das didaktische Konzept praktisch durchgeführt? Was macht man, wenn Lehrende eben nicht Mathematik- oder Data-affin sind? Gibt es da Support? Die Lehrenden, die wir uns vorstellen, die sind, glaube ich, alle datenaffin. Die kommen aus den Arbeitsgruppen, die diese Studierenden ja ausbilden wollen, für ihre eigene Forschung auch und weil sie glauben, dass es wichtig ist. An der Stelle haben wir, glaube ich, keine offene Flanke. Wie man das macht, dass das miteinander verbunden wird, das funktioniert über zwei Instrumente. Das funktioniert A, über den gemeinsam gesteuerten Übungsbetrieb und Laborbetrieb, wo Mitarbeiter zusammen so ein Labor ja durchführen und sich dann eben abstimmen müssen. Und es funktioniert auf der Ebene der Kollegen über dieses Pro-Seminar, was wir eingestellt haben, wo wir uns vorstellen, dass wir interdisziplinär zwischen ein, zwei Anwendungsdisziplinen und der Data Science gemeinsam Paper lesen und deren Forschung uns anschauen und deren Forschung diskutieren und die Studenten dahin führen, dass sie das können und auch selber machen können danach. Darüber, glaube ich, ist das wesentliche Instrument für die Abstimmung, dass die Bedarfe auch den Fächern angemessen sind. Gut, dann würde ich sagen, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass die Fragen alle gut beantwortet werden konnten. Sie haben sich zumindest wirklich sehr kurz gehalten. Das macht meinen Job einfacher. Herzlichen Dank, großen Applaus bitte. Es ist ja auch heute das Land Niedersachsen sehr stark vertreten. Ich finde es auch ganz schön, ich stamme selbst aus Niedersachsen, also insofern so ein bisschen Heimatverbundenheit. Und auch gestern bei der Exzellenzinitiative hat ja Niedersachsen jetzt nicht so abgeschnitten, wie sich das manche erhofft hatten. Das kann ja vielleicht ein kleiner Trost sein. Upsala, ein kleiner Trost sein heute. So, hinter mir steht schon ein Kleiderständer. Was macht der denn dort? Wir werden es gleich erleben. Die Leuphana-Universität Lüneburg ist jetzt dran mit dem Konzept DataX. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Über eine Datensteuer geht es wahrscheinlich nicht, aber das werden uns gleich erklären. Professor Dr. Bernhard Funk, der Projektleiter, Professor für Wirtschaftsinformatik, Dr. Steffi Hobus, akademische Leiterin des Leuphana College und Professor Dr. Markus Reilen, Vizepräsident der Graduate School. Ich freue mich. Vielen Dank. Guten Morgen. Ich möchte damit beginnen, dass ich Sie um einen kleinen Gefallen bitte. Und zwar holen Sie jetzt mal entgegen aller sonstigen Gewohnheiten Ihr Smartphone bitte aus der Tasche, entsperren Sie es und schalten Sie bitte zwingend auch den Flugmodus aus. Und wenn Sie das getan haben, seid ihr fertig zum Foto, dann heben Sie bitte das Smartphone, so wie ich es gerade tue, über Ihren Kopf. Und beginnen Sie auf dieser Seite rhythmisch mit mir hin und her zu schwenken. 1, 2, 3, 4, 5. Vielen Dank dafür. Wir können davon ausgehen, dass einige Telefone Sensordaten aufgezeichnet haben und diese vermutlich auch an zentrale Server jetzt übertragen haben. Deswegen die Frage, was wird jetzt wohl eigentlich Google oder Apple gerade denken, was hier passiert? Vermutlich eine Ansammlung von Menschen auf engem Raum, die rhythmisch ihr Smartphone hin und her schwenken.
Möglicherweise entscheidet jetzt ein Algorithmus bei Google, dass es sich hier um ein Konzert handelt und Sie zur Musik mitgehen. Dieser Algorithmus sucht vielleicht in Veranstaltungsdatenbanken jetzt nach den vermeintlichen Künstlern, die hier gerade aktiv vor Ihnen stehen, um Ihnen zukünftig entsprechende Downloads in der Musik zur Verfügung zu stellen. Vielleicht ist das auch der Beginn für Steffi Hobus und mich als Rockstars. Ja, so ist das. Es werden Daten erstellt und gespeichert und interpretiert überall. So ist das, das wissen wir. Wie sehen wir vor diesem Hintergrund unseren Auftrag als Universität? Wir sind der festen Überzeugung, dass sich alle, wirklich alle Studierenden mit Daten auseinandersetzen müssen, in jeder einzelnen Studienrichtung, nicht bloß als Zertifikat. Daher haben wir unser Projekt Data Driven X entwickelt. Wir wollen, dass alle Studierenden Methoden erlernen und praktizieren, um mit Aussagen und Zusammenhängen aus Daten umgehen zu können. Wir wollen, dass sie die verantwortungsvoll hinterfragen und bewerten und reflektieren lernen. Wir wollen damit die Ideen der Aufklärung in die heutige Zeit überführen. Wir müssen und wollen also für unsere Studierenden große Schritte gehen im Umgang mit Daten. Und wir können sagen, denke ich, wir haben in Deutschland den besten und geeignetsten Ort dafür. Wir am Leuphana College haben genau das passende besondere Studienmodell, um Data Literacy Education zu implementieren. An der Leuphana Universität Lüneburg beginnen jedes Jahr rund 1.800 Studierende ihr Studium. Stellen Sie sich diese Gruppe mal vor, die studieren so unterschiedliche Hauptfächer und Nebenfächer wie Recht, Nachhaltigkeitswissenschaften, International Business, Theologie oder Philosophie. Und wir haben mit Data Driven X einen Plan, für alle diese 1.800 Studienanfängerinnen jedes Jahr fächerübergreifend. Uns hilft dabei unser einzigartiges Studienmodell. Am Leuphana College studieren alle bei uns im Sinne von Liberal Education. Neben einem vertieften Studium der Fächer ist ein Drittel des Studiums für fachübergreifende Anteile reserviert. Sehen Sie hier das Gelbliche auf dieser Folie. Das haben wir schon seit 10 Jahren. Wir haben seit 10 Jahren das Leuphana-Semester eingeführt, das erste Semester für alle, in dem alle Bachelor-Studierenden gemeinsam studieren. Da werden wir starten. Und danach ist nicht Schluss. Nach dem Einführungssemester haben die Studierenden dann während ihrer ganzen Studienzeit die Gelegenheit, im Komplementärstudium ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu erweitern. Das haben wir seit 10 Jahren. Jetzt gehen wir den nächsten großen Entwicklungsschritt fürs College mit Data Driven X. Damit integrieren wir Data Literacy Education in das Leuphana Studienmodell, und zwar im Kern des Curriculums, überall mit CP. Unter anderem in einem eigenen Modul im Leuphana-Semester, im ersten Semester, vernetzt mit den anderen Modulen, die es im Leuphana-Semester gibt, und zum Beispiel dann später in Form des Open Data Hacking Space im Komplementärstudium. Lieber Burkhard, was sind also die Kerngedanken hinter dem Antrag und die Details? Ich möchte ganz kurz auf die Leitideen eingehen. Das X wird Ihnen heute häufiger noch einige Male begegnen. Es sind im Prinzip 4 Ideen, die dahinter stehen, die mit der Präfix sozusagen in den englischen Begriffen verbunden sind. Einerseits geht es um Exploration, also das forschende Lernen und Entdecken von Zusammenhängen. Es geht um das Thema Experience, also das Sammeln tatsächlich von praktischen Erfahrungen. Es geht uns aber auch um Expertise, also Entwicklung von Urteilsfähigkeit in dem Kontext. Ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist Begeisterung für das Thema zu entfachen. Nicht nur, weil Begeisterung sozusagen das Lernen im Moment natürlich verbessert und vereinfacht, sondern glaube ich auch, weil es langfristiges Interesse wecken kann. Und die Idee in diesem verpflichtenden Modul, was Steffi Hobus vorgestellt hat, ist letzten Endes zumindest einen Teil der Studierenden so zu entfachen für das Thema, dass die am Ende in den weiteren Verlauf mit dem, was wir Open Data Hacking Space halt nennen, gehen wollen und dort eben auch dann im Rahmen des Curriculums diesem Thema folgen. Mit dem DataX-Programm werden wir also unseren Studierenden hoffentlich die Basis geben, die kleine Eingangsgeschichte, die wir erzählt haben, besser technisch zu verstehen.
und entsprechend zu interpretieren. Ich möchte an der Stelle ganz kurz erwähnen, dass ich tatsächlich, ähnlich wie es Herr Nasko vorhin auch gesagt hat, sagen muss, dass alleine die Antragstellung einen großen Impuls in die Uni gesendet hat. Und alleine dafür an dieser Stelle ganz herzlichen Dank von unserer Seite. Und jetzt freuen wir uns auf Ihre Fragen. Super. Und wieder jemand unter der Zeit geblieben. Es ist wirklich beeindruckend, wie gut das funktioniert hier. Ich möchte die erste Frage gerne an Frau Michel stellen. Herzlichen Dank. Also das war ganz spannend und Ihr Konzept Data Driven X fügt sich ja ganz wunderbar wirklich in Ihr Leuphana-Semester ein. Und was mich jetzt interessieren würde, Sie haben in Ihrem Antrag darauf hingewiesen, dass die 1800 Erstsemester und Semesterinnen, die Sie abholen wollen, ja mit ganz, ganz unterschiedlichen Voraussetzungen ankommen. Und als didaktisches Konzept haben Sie Flipped Classroom, Inverted Classroom Veranstaltung mit einem hohen Anteil von Online-Lernphasen, Selbstlernphasen angegeben. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Studienergebnissen, die darauf hinweisen, dass diese Online-Selbstlernphasen eigentlich, dass da die Studierenden von profitieren, die schon ein klares Ziel haben, wo sie damit hinwollen. Und gerade die nicht so profitieren, die erst abgeholt werden müssen. Wie gehen Sie damit um? Also es ist tatsächlich so, dass wir viele, ich sag mal, basale Konzepte online halt zunächst mal vermitteln wollen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass der, ich nenne das mal, traditionelle Übungs- und Seminarbetrieb eigentlich das ist, wo man die Fertigkeiten tatsächlich auch den Studierenden halt näher bringt, die vielleicht zunächst mal ganz weit weg davon sind. Und das ist genau auch dieses Ziel dieser Pflicht, die wir halt natürlich mit dem Modul halt verbinden. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen hilft. Also ich sehe das auch, das ist eine Herausforderung. Trotzdem ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wir wollen die Leute auch zum Jagen tragen in gewisser Weise. Ganz kurze Ergänzung, das Ganze ist eben auch überall durchgehend so miteinander verzahnt und vernetzt, dass wir immer Online-Teile und Moodle-Teile und Präsenzformate aufeinander beziehen werden. Das steht nicht isoliert nebeneinander. Gut, vielen Dank. Frau Carson. Danke sehr für die, thank you very much for the presentation. This is an exciting and large-scale project with the intent to really touch every student at the university. So is that truly possible at full scale with the financial means that would be provided by this award? And are there other institutional resources that you hope to or need to mobilize? Thank you. Vielen Dank, Frau Carsten, dass Sie mich in Schwierigkeiten bringen mit dieser Frage. Es ist tatsächlich so, dass natürlich die Finanzierung, über die wir hier sprechen, in keiner Weise auskömmlich ist. Was ich aber wirklich im Ton der Überzeugung sagen kann, wir haben natürlich aufgrund der Strukturen auch entsprechend jetzt Mittel, um den seminaristischen Betrieb im ersten Semester und auch im Komplementärstudium sicherzustellen. Das heißt, es ist letzten Endes eine Reallokation bestehender Budgets. Also ansonsten wäre auch das Thema Nachhaltigkeit natürlich gar nicht zu realisieren. Vielleicht ein bisschen so als Ergänzung, was sicher wahrscheinlich das größte Commitment auch des Präsidiums ist, dass wir nämlich genau darüber gesprochen haben. Sie sagt dann, wenn wir tatsächlich das Thema ernst meinen, dann muss es ein Modul geben im Leuphana-Semester. Und das ist entschieden. Wunderbar. Also. Ganz kurz Ergänzung, das College hat einen großen, stabilen Jahresetat von 2,5 Millionen Euro und die Hochschulleitung steht hinter dem College, das gibt es seit 10 Jahren, das läuft und wir nutzen diese Strukturen und die Finanzierung, die ist da. Herr Krupka, Sie hatten sich als nächstes gemeldet. Ja, vielen Dank. Also ich bin wirklich beeindruckt von der Präsentation, von der Darstellung. Das ging mir praktisch in der ersten Runde schon so, weil es jetzt wirklich rund rüberkommt. Meine Frage wäre, beim Finanzplan, Sie sagen, Sie wollen praktisch eine 75% Stelle wissenschaftlicher Mitarbeiter einstellen. Stellen Sie vor, ich wäre das. Wie würden Sie mir die Jobbeschreibung anheimbringen? Oder sagen wir mal, Sie wollen mich dafür gewinnen. Beschreiben Sie mir mal den Job, was der oder diejenige macht. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie kommen.
Also es ist tatsächlich ein Thema, wo es eher um Koordination und Kommunikation geht. Also wir wollen und müssen dieses Modul natürlich innerhalb der Universität halt vernetzen. Und ich glaube, man kann sich das jetzt auch gar nicht so richtig vorstellen, wie viel Vorkommunikation das auch jetzt schon brauchte, weil das, die Integration, die wir hier haben, bedeutet Verdrängung von bestehenden Inhalten. Das ist immer schwierig, weil man Leuten etwas wegnimmt. Und deswegen sehen wir die Aufgabe dieses Projektkoordinators auch ganz maßgeblich eben genau darin, die Kommunikation zu anderen Bereichen zu haben. Die ist weniger inhaltlich, als mehr sozusagen die Abstimmung halt, dass das an der Stelle halt passt. Deswegen ist es Projektkoordination und weniger, oder nicht weniger, sondern auch keine Entwicklung irgendwie jetzt von Lehrformaten oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob das hilft. Also meine wissenschaftliche Karriere kann ich da nicht vorantreiben. Nee, also natürlich ab 17 Uhr dann schon, aber es ist keine Stelle, die per se geeignet ist zur Promotion, das ist richtig. Hartes Management. Herr Litter, Sie hatten sich noch vorher in Maiguckel gemeldet, aber Maiguckel, war das eine direkte Anschlussfrage? Dann Herr Litter. So, eine Frage, nachdem das jetzt alles so positiv klang, ein negativer Ausblick. In 5 Jahren bieten alle deutschen Hochschulen Data Science an, es gibt hunderttausende Data Scientists. Keiner wird wirklich was bewegen können, weil keiner was Ernsthaftes kann. Denn Data Science ist ja relativ kompliziert. Die Formeln, die wir gesehen haben, sind sogar noch relativ einfach. Meine kritische Nachfrage ist, leisten Sie nicht in Lüneburg einen Beitrag dazu, dass ganz viele Fake Data Scientists entstehen, die dann rumlaufen in Deutschland und international sagen, wir können hier was tun und am Ende können sie aber gar nichts. Nein. Warum? Klar, habe ich mir gedacht. Alles gut. Ist nicht der Fall. Fake Data Scientists kommen nicht dabei raus. Wir haben eine bestimmte Gruppe von Studierenden, die werden das vertiefen. Die werden vertiefte Data Scientists. Unser gesamtes Studienmodell, darüber denken wir täglich nach, beruht auf der Idee von Liberal Education. Und da haben wir eine Vertiefung in bestimmten Hauptfächern und dieses breite Drittel fachübergreifenden Studiums. Das heißt, wir werden dann gute Business Administration Leute haben, die auch Data Science können. Wir werden Lehrerinnen und Lehrer haben, die Data Science können und wir werden die Spezialisten haben. Also ganz klares Nein. Ergänzung? Ja, ich darf vielleicht nochmal mit einer steilen und gefährlichen Hypothese hier reingehen. Es wäre absolut vermessen zu glauben, dass wir nach einem Semester bei der Breite auch nur im Ansatz jemanden entwickeln können, der etwas macht. Worum es mir geht, ich habe viel auch mit Betriebswirten, teilweise auch Kulturwissenschaftlern zusammengearbeitet. Und mir geht es eigentlich darum, sozusagen das Leuchten und die Begeisterung in die Augen zu bringen. Ich will am Ende, ich sage einfach mal eine Zahl, 10% aus diesem initialen Semester haben, die sagen, warum habe ich mich nicht eigentlich vorher entschieden, Informatik zu studieren? Das ist ja so spannend. Das wollte ich schon immer machen. Ja, also es geht weniger bei diesem einen Semester um die Vermittlung von Fähigkeiten, sondern Begeisterung. Die Vermittlung, die kommt später. Herr Meier-Guckel, sind Sie ähnlich begeistert? Ja, das darf ich ja nicht zum Ausdruck bringen, weil ich befangen bin, weil ich im Stiftungsrat der Leuphana sitze. Trotzdem eine Frage. Also ich verstehe schon dieses Entflammen. Ja? Aber wie wird denn das Feuer gehalten? Also bei dem Komplementärstudium haben Sie jetzt Open Data Hacking Space genannt. Das ist erstmal ein Space. Das ist ja keine pädagogisches Konzept. Gleichzeitig fiel eben das Wort, das ist doch ein Seminar eher. Also ich will nochmal an die Frage von Herrn Litter auch anschließen. Wo wird das dann weiter gepflegt? Transdisziplinär und in den Disziplinen? Ja. Also Sie haben, glaube ich, recht. Ob der Begriff des Spaces an der Stelle so geeignet ist, das kann man sicherlich kritisch hinterfragen. Es geht im Kern darum, dass wir in dem Komplementärstudium 4 Module halt als Profil einrichten werden. Davon werden 2 tatsächlich stärker vermittelnd in Richtung der Programmierung und der Datenanalyse halt gehen. Und danach gibt es halt 2 projektorientierte Veranstaltungen. Das heißt, das ist schon geführte Lehre, natürlich auch an der Stelle mit kleineren Zahlen. Wir erwarten bei aller Begeisterung, die wir hoffen zu entfachen, natürlich nicht, dass jetzt plötzlich 900 der 1800 sagen, das wollte ich schon immer mal machen. Das wird man nie erreichen, sobald man sozusagen Folien mit Formelsymbolen auf die Tafel halt bringt. Und das können wir auch gar nicht erwarten. Ja, aber deswegen, Space ist vielleicht etwas, was ein bisschen irritierend ist. Es ist schon ein strukturiertes Format dahinter, was auch Vorlesungs- und Projektbetrieb halt umfasst.
Herr Mannheim. Ja, in einer ähnlichen Richtung wie Herr Litter möchte ich nachsetzen. Die Daten, sagen Sie, bekommen Sie von Partnern, da würden Absichtserklärungen vorliegen, also die Otto GmbH, Adference und so weiter. Das sind dann also am Ende Daten, die in dem Projekt nicht selber gewonnen werden. Also nach meinem Verständnis müsste eine Data Science Ausbildung die Gewinnung der Daten, den Kurationsprozess und all diese Dinge, ein Begriff für die Datenqualität beinhalten. Und das kann ich jetzt hier nicht erkennen. Also es gibt natürlich unterschiedliche Quellen von Daten, die wir da nutzen werden. Das eine sind Kooperationspartner, die wir eben auch heute haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Es gibt natürlich zahlreiche, wir hatten ja eben das gerade auch gehört, zahlreiche Repositorien. Ein Partner, mit dem wir eng zusammenarbeiten, ist Correlate. Das ist im Prinzip ein NGO, die sozusagen letzten Endes Data Science for the Good betreiben. Das heißt also auch sozusagen nochmal einen breiteren Fokus halt haben, dass es eben nicht nur Daten aus Unternehmen halt sind. Und darüber hinaus, und da referenziere ich mal auf ein Projekt, was wir jetzt gerade im letzten Semester gemacht haben, wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema Machine Learning for the Quantified Self, also die Erhebung im Prinzip über Smartphones von Daten. Und das kann jeder selbst machen und da gibt es total spannende Projekte, über die ich gerne auch nochmal am Poster berichte, wo man wirklich auch sieht, wie kreativ Studierende da sind. Und da ist natürlich die Datenerhebung auch mit drin. Und darüber hinaus, selbst wenn ich einen Datensatz von Otto bekomme, ist extrem viel Preprocessing immer noch notwendig. Gut, als nächstes war Frau Michel dran mit ihrer Frage. Ich gehe nur mal zurück auf die Inhalte des Leuphana-Semesters. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann haben Sie ungefähr 4 ECTS-Punkte für Zeitraum praktisch für die Vermittlung der Inhalte. Und eine ganze Menge, 5, okay, eine ganze Menge Grundlagen, die Sie ja auch vermitteln wollen und so. Wie hoch ist ungefähr der Anteil, den Sie planen, schon von projektförmiger Lehre mit echten Daten in diesem Leuphana-Semester einzuschätzen? Der Anteil wird im Leuphana-Semester aus meiner Sicht noch gering sein, weil die Fähigkeiten einfach gar nicht da sind, mit solchen Datensätzen halt umzugehen. Wir sind da eigentlich inhaltlich eher ausgerichtet jetzt an Themen, wo es, wenn man jetzt mal zum Beispiel in Richtung Berkeley halt guckt, dass wir dort eigentlich sozusagen programmatische Fähigkeiten halt vermitteln und die datenanalytischen Themen auf einer sehr basalen Ebene. Projektarbeit ist aus meiner Sicht, wenn sie nicht qualitativ sein soll, an der Stelle nicht sinnvoll. Kurz dazu noch, gleichzeitig wird dieses Modul dann vernetzt sein und ist vernetzt mit den anderen Modulen im Leuphana-Semester, die schon bestehen. Da sind jetzt auch schon die ganzen Planungen und Gespräche gewesen. Da gibt es ein Modul, das ist eher wissenschaftsethisch, wissenschaftstheoretisch ausgerichtet und da werden dann diese Inhalte behandelt, sodass das flankierend ist und nicht sozusagen Ort und Platz aus diesem Modul wegnimmt. Und wir haben auch ein Modul Wissenschaft trägt Verantwortung, wo es auch Inhalte gibt, die das flankieren, sodass das davon befreit ist. So, wir haben jetzt noch 2 Fragen aus der Jury und das wird es dann gewesen sein. Danach kommt natürlich noch die Publikumsanwältin, Herr Baumgartner. Ja, noch ein wenig zu dieser Fragestellung jetzt mit dem Leuphana-Semester. Sie haben sehr überzeugend gesagt, das gibt es ja schon 10 Jahre, Sie haben sozusagen die Studienformen und da passt jetzt natürlich Data Literacy wunderbar hinein. Aber wir kennen natürlich die Situation, dass etwas anderes weichen muss. Ja? Meine Frage ist, auf Kosten wessen Inhalte geht jetzt der Data Literacy? Darf ich dazu etwas sagen? Wenn Sie den Antrag nochmal nehmen und auch den Status quo, den wir dargestellt haben, es ist eine extrem schwierige Diskussion, die wir geführt haben. Im Antrag ist das sozusagen noch begleitend in die verschiedenen Module rein definiert. Und wir haben jetzt eigentlich erst so in den letzten Wochen wirklich diesen Schritt auch nochmal gemacht, zu sagen, nein, das Thema muss wirklich verankert werden. Und wir haben aktuell ein CNCP-Modul, das heißt Wissenschaft trägt Verantwortung. Und wir sind der Auffassung, dass man dieses Modul halt kürzen kann, ohne dass da jetzt inhaltlich allzu viel verloren geht. Aber das sind extrem politische und schwierige Aufgaben. Das Gute ist, dass das Präsidium hinter uns steht. Und die Lehrenden, die beteiligten Modulverantwortlichen auch. So. Okay, alle stehen dahinter. Herr Krupka, stehen Sie auch dahinter?
Naja, also ich, meine Frage ging eigentlich in eine sehr ähnliche Richtung. Ich kenne das aus der Schule, also wenn es darum geht, da Informatik mehr Raum einzuräumen, von daher hat sich die Frage erübrigt. Gut, dann würde ich direkt zur Publikumsanwältin Frau Dittmann überleiten. Auch nochmal den Hinweis natürlich an alle, Sie sehen immer eingeblendet den Link, der bleibt auch gleich bei Pigeonhole. Ja, was sagt das Publikum? Viel. Es gibt eine Frage, die stelle ich gleich noch hinterher. Erst einmal die Frage, wofür denn das Geld eingesetzt wird, wenn doch alles finanziert ist und die Hochschule auch schon unterstützt. Sie hatten ja gesagt, es gibt eine Stelle, die geschaffen werden soll. Vielleicht könnten Sie noch sagen, wofür darüber hinaus das Geld verwendet wird. Und ganz oben steht hier die Frage, wofür ist der Garderobenständer? Ich komme vielleicht noch mal zu der ersten Frage, nachdem die zweite zumindest beantwortet ist. Ich glaube, wie Herr Funk eben noch mal deutlich gemacht hat, ist ja der Prozess, nämlich dieses Thema tatsächlich in die Universität zu kommunizieren und es abzustimmen, durchaus extrem komplex. Und dafür soll im Wesentlichen eigentlich das Geld mit eingesetzt werden. Also wir haben ja zum Beispiel drei Kompetenzzentren, die sich im Wesentlichen mit Digitalitätsthemen auseinandersetzen. Zentrum für Lehren und Lernen in der Lehrerbildung, digitale Transformation in der Wirtschaft und das Center for Digital Cultures. Und das sind alles Themen, die zusammengebunden werden müssen, damit wir tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen auf dieses Thema mitgesetzt bekommen. Und das ist ein extrem abstimmungsintensives Unterfangen, sodass wir nicht einfach sagen können, wir machen jetzt, Herr Funk macht jetzt das Modul und dann ist alles gut, sondern die Ausstrahlung und Vernetzung in die Universität, in die Lehre ist entscheidend. Gut, dann würde ich sagen, vielleicht a Star is Born, wir werden es erleben. Besten Dank für diesen sehr kreativen und schönen Auftritt. So, es geht jetzt in die wohlverdiente Kaffeepause. Löchern Sie gerne die Kandidaten auch in der Kaffeepause mit Fragen. Es geht hier immer um 250.000 Euro. Wir sehen uns gleich wieder.